Bereitet euch auf den Stream vor, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Stream beginnt in 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Viel Spaß beim Stream und... Ach so, ich muss noch kurz die Karre wegfahren. Sekunde! Ha! So, ja, und damit hallo und herzlich... Keine Musik. Wieso haben wir keine Musik? Jetzt haben wir Musik. So, ja, und damit hallo und herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich zum... Montags-Streamchen, einem kleinen spontanen Stream. Hatte ich ja gestern grob angekündigt. Und Koopa, hey ho, schön, dass du da bist, dass du dich von Diablo 3 losreißen konntest. Finde ich sehr gut. Wie steht's denn gerade so bei dir? Und Jeremy, hello, auch dir einen
wundervollen guten Abend. Wo stehst du denn gerade schon? Hast du schon Nephalem-Portale ordentlich gerockt oder wie ist so der Stand im Cooperverse? Ach ja, so, mal gucken. Geht das hier? Schau mal. Klack. So, Stream Avatars habe ich tatsächlich auch mal gestartet zur Abwechslung im Vorfeld. Ich bin sehr begeistert. So. Jo, der Necro macht absurd hohen Schaden. Aber irgendwie meh. Hab jetzt auch mal ein Sorg angefangen. Noch nie gespielt. Hatte ich auch nicht tatsächlich. Und hab jetzt das erste Mal einen Zauberer oder eine Zauberin gespielt. Macht ultra viel Spaß. Aber der Necro macht asozial viel Schaden. Das stimmt. Aber er ist komisch zu spielen. Also man muss sich ein bisschen an die Spielweise gewöhnen. Aber wenn man es mal raus hat, macht er, finde ich, unfassbar viel Spaß. Also man muss halt auch so ein Bild finden, der zu allem dann passt. Also es gibt ja auch beim Barbaren den Hammer of the Ancients Barbaren, der ist so ein bisschen jung. Den Wirbelwind Barbaren ist auch so. Da gibt es noch diesen Ansturm Barbaren. Und da fängt es dann langsam an, Spaß zu machen, tatsächlich. Also ich finde die Builds immer ganz lustig, die man machen kann. Es kommt immer darauf an, wo man halt hin will. Willst du den besten Build überhaupt spielen? Oder willst du eher was mit mehr Klicks, mit weniger Klicks? Ja, ist halt so ein bisschen, was einem da lieber ist. Aber Zauberer macht echt viel Spaß. Also da, da geht schon was. Du brauchst halt bloß die passenden Set-Items dann und die passenden Items, dass du halt maximalen Schaden rausholst. Und da, ja, da hängt es halt ein bisschen bei mir momentan noch. Weil ich diesen Damage-Output einfach nicht habe, den ich dafür bräuchte. Naja. So. Ich würde... Ich schaue irgendwie total komisch aus, als wäre ich... Ich schaue von... Weil der Schatten bei der Brille gerade so komisch ist, von der Lampe, schaut das so aus, als wäre ich so mega so... da bin ich eigentlich gar nicht. Hello, Koboro! Hello, einen schönen guten Abend. Da ist ja, die Sonne meines Lebens. Habe ich gerade erfunden, einfach weil mir nichts Blödes eingefallen ist. Ja, hallo Koboro, einen schönen guten Abend wünsche ich dir. Da sind wir wieder. Ha, ich hatte ja... Gestern war das, oder? Ja, gestern hatte ich ja gesagt, wir streamen heute und wie versprochen streamen wir auch tatsächlich. Und wir machen heute Elite Dangerous. Tatsächlich aber nicht ganz so lange, weil ich muss morgen extrem früh aufstehen, weil ich muss morgen... unfassbar früh im Büro sein. Ja. Drum machen wir nicht ganz so lange heute. Und mal gucken. Wat? Sonne deines Lebens. Was ist hier los? Mir ist nichts Blöderes eingefallen. Cooper, du... Freude meiner... einsamen Tage, was weiß denn ich, mir fällt nichts Blödes ein. Ich bin irgendwie, was so dämliche Sprüche angeht, ich habe da echt nachgelassen, finde ich. Ich war da früher deutlich besser als in den letzten Monaten. Das ist, ich war da schon mal wirklich besser drin. Ist euch das mal aufgefallen? Der Cooper hatte mir letztens übrigens gesagt, war total lustig, der Cooper hat sich mal die alten Starbound-Folgen wieder angeguckt und er meinte, dass ich früher anders drauf war in den Videos. Das war so eine Einschätzung von ihm, dass früher es irgendwie anders war als jetzt. Ich weiß jetzt aber nicht, warum.
Woogie spielt auch. Natürlich spielt Woogie Elite. Was? Das ist keine große Überraschung, dass der Woogie Elite spielt. Das ist, ja. Ich glaube, sein ganzes Leben besteht nur aus Elite. Wie viele Stunden hat er? Über 1000? 3000 Stunden? 7000? Irgendwas hat er gesagt im letzten Stream, wo er dabei war. Wo ich einfach nur da gesessen und so, what? Ich habe gerade mal 223 Stunden Elite. Und da bin ich wirklich noch ein, ja, irgendwie so ein kleines Kind dagegen. Sogar der Cooper hat mehr Stunden Elite Dangerous, glaube ich, als ich. Was lustig ist, weil der Cooper seit Ewigkeiten kein Elite mehr gezockt hat. 5,6K. Ja. Das muss man sich mal vorstellen, du spielst 5600 Stunden Elite Dangerous. Ich wüsste nicht mal, wo ich die Zeit hernehmen soll dafür. Krass. Ich versuche das gerade mal so grob zu umreißen. Wie viel Elite ich am Tag spielen müsste, um das zu erreichen. Also abgesehen davon, du hast Arbeit, musst irgendwann schlafen, kommst heim, bla bla bla. 2 Stunden am Tag, jetzt bin ich gerade überlegen, 2 Stunden am Tag, ich habe zwar eine... Machen wir es mal einfach, machen wir mal 5400 Stunden durch 2... ich kann nicht rechnen. 7 Jahre? Kommt das hin? Nee, ne? Nee, 365 Tage im Jahr. 365 Tage mal 2, dann 700. Ich habe keine Ahnung. Das ist schon der Rechenfehler. Schlafen ist was für Schwache. Ja, darum schlafe ich ja auch nicht. Aber trotzdem schaffe ich das gar nicht mit allem, was ich halt sonst immer so zu tun habe. Würde ich es nicht mal schaffen, jeden Tag 3 Stunden Elite zu zocken. Weil natürlich, klar, also nur Lowbops schlafen ist vollkommen legitim. Das zweifle ich nicht mal ansatzweise an. Schlafen kann man, wenn man tot ist. Mein bester Spruch aus James Bond. Ich krieg von Woogie ständig um 2 Uhr nachts die Nachricht, dass er zu streamen begonnen hat. Okay. Ja, es ist ein bisschen übertrieben. Bisschen. 2 Uhr morgens. Da gucke ich oftmals. Also tatsächlich um 2 Uhr morgens kann es durchaus mal passieren, dass ich nochmal irgendwas am Rechner mache oder so. Aber da habe ich keinen Gedanken zu streamen. Da arbeite ich meistens irgendwas weg, was halt noch so rumliegt, was ich machen muss. Von daher finde ich das immer sehr interessant. Naja, schön. Finde ich gut. Aua. Ich habe mich irgendwie geschnitten heute und das tut echt weh. Das tut aua. So. Liebe Leute, ob groß oder klein, los geht's mit dem Stream-Align. Wir werden jetzt Elite Dangerous zocken. Ich freue mich sehr. Es gibt einige Updates. Ich werde nichts checken. Ich habe mir keine Changelogs durchgelesen. So wie sich das für einen großartigen und hervorragenden Streamer wie mich gehört. Ich habe mir nichts angeguckt. Ich weiß nur, es ist irgendwie Ding Dong und Shakalaka Dude und hast du nicht gesehen. Wieso kann ich Elite Dangerous über Playnight nicht mehr starten? Kann das sein, dass die... Ah, ich weiß, was die gemacht haben. Ich glaube es zumindest.
Schön, beim Aktualisieren von Elite Dangerous ist ein Fehler aufgetreten. Nö, geht doch. Ihr habt keine Ahnung. Irgendwas ist komisch. Also irgendwas ist bei dieser Play-Night-Verknüpfung, glaube ich, kaputt. Weil lustigerweise schafft die es nicht mehr, Elite zu starten. Das geht nicht. Das muss ich mir mal angucken. Das ist irgendwie komisch. So, mal gucken. Okay, das geht für mich mal Musik aus. So, Freunde der Nacht. Mal gucken, ob Elite startet. Ah, ich habe übrigens gehört, im Discord habe ich ein sehr lustiges Video gepostet. Was ist das, ein sehr lustiges? Es ist ein, der Titel wirkt sehr Clickbait-mäßig. War aber die Absicht so, wenn man sich das Video wirklich anguckt, es ist tatsächlich legitim, dieser Artikel. Ich musste sehr lachen. Ich musste wirklich extrem lachen, weil das war so, This PC doesn't boot, you will never guess why. Und ja, ich kam wirklich nicht drauf. In 1000 Jahren hätte ich mit allem gerechnet, aber nicht mit diesem Problem. Ist ein geiles Video, müsst ihr euch mal anschauen. Also es wird innerhalb von, ich glaube, 3-4 Minuten wird es aufgeklärt, warum er nicht gebootet hat. Und dann ist aber dieses, der Error-Trackdown, beziehungsweise ein Versuch, das Problem zu lösen, das ist so absurd dämlich. Hatte ich noch nie. Ich habe jetzt, also dieses Phänomen tatsächlich, wenn es mich getroffen hätte, oder ich glaube auch den Cooper, vermutlich auch Jeremy, ich wäre nicht drauf gekommen. Im Leben wäre ich da niemals drauf gekommen, warum dieser PC nicht gebootet hat. Das ist echt ein Highlight. Saß ich gerade da, hab Kaffee getrunken, während ich das Video gerade geguckt habe, weil ich gerade noch Kaffee gemacht habe. Ist jetzt immer noch Wasser drin, kein Kaffee mehr. Und ich saß da und dachte mir so, ich hätte mich tot gesucht. Elite Dangerous Horizons. Ich möchte weiterspielen. Oh, ein neuer Bildschirm. Magik, angedockt. Okay, das ist irgendwie cool. Ja, und damit erstmal hallo und herzlich willkommen in Richtung YouTube. Ich mache zur Abwechslung mal etwas anderes. Ich starte die Moderation hier am Ladebildschirm bzw. im Hauptmenü, weil tatsächlich es hat sich was geändert mit dem neuesten Update und ich muss sagen, ich fand den Hintergrund früher mit diesem Planeten und der Raumstation darum gar nicht mal so schlecht, aber irgendwie hat das hier auch was, dass man praktisch mit seinem Profil A gleich sieht, wo ist man angedockt, welches Schiff hat man gerade ausgerüstet? Ich finde das irgendwie interessant. So, sozial. Aha. Der Woogie, der ist online. Und der Cooper war vor 3 Monaten aktiv. Der Jeremy vor 2 Tagen. Interessant. So, mal sagen wir Option. Ja. Ich finde übrigens... Ich finde es übrigens toll, dass die deutsche Übersetzung, die schreibt über den Rand hier raus. Da sieht man mal, wie viele Wörter wir Deutsche eigentlich lesen und schreiben müssen immer, um das Gleiche zu sagen wie in Englisch. Weil ich wette, da passiert das nicht. Aha, die haben das Menü hier umgekrempelt, das ist sehr gut. Galaktische Karte, da gibt es was Neues, schauen wir mal eben. Galaxiekarte. Galaxiekamera, aktuelles System auswählen. Aha. Cool. Es gibt einen neuen Shortcut dahin. Das finde ich sehr schön.
Ja, wenden wir das mal an. Zurück zum Hauptmenü. Interessant, ich bin sehr begeistert und ja, Woogie ist gerade online. Liebe Grüße an der Stelle an den Woogie. Weiter. Aha, offenes Spiel, private Gruppe, Einzelspieler, Arena Training. Ich finde das mit den Menüpunkten ganz cool gelöst. Rasanter Arena-Kampf. Beweise, dass du der beste Pilot bist, indem du deine Gegner im Close Quarters Combat besiegst. Das ist übrigens CQC ist das. Für alle, die sich wundern, das hatten wir, glaube ich, im letzten Stream hatten wir das, glaube ich. So. Vollspektrum-Systemscanner. Mit dem Vollspektrum-Systemscanner können Kommandanten sich einen Systemüberblick verschaffen und astronomische Objekte sowie Signalquellen identifizieren. Das ist ganz cool, da unten stehen jetzt Texte. Ist doch trotzdem irgendwie recht schnell zu lesen, aber gut, geht auch irgendwie so. Ja, hier kann man direkt ins Training auch gehen, das habe ich gelesen im Changelog tatsächlich. Weil es mir gerade ins Auge gesprungen ist in diesem Menü. Man kann jetzt von hier aus nämlich direkt ein Training starten. Trainingssimulation, Szenarios der Herausforderung, Trainingsvideos. Eine Auswahl an Szenarios, die härtere Herausforderungen bietet. Schön. So. Ja. Okay, ja, das ist das neue Menü hier. Filter einstellen. Sterne, ach, okay. Stationen, landbare Planeten und Monde. Interessante Punkte. Okay, das ist ganz cool. Okay, das ist nämlich neu gerade hier. Ich kann hier den Filter löschen, okay. Ich habe das, wie gesagt, ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe bloß grob, also ganz, ganz grob habe ich den Changelog, was kommen soll, hatte ich gelesen. Aber das finde ich relativ cool, weil du kannst jetzt hier genau sagen, was dich interessiert. Das heißt, du musst nicht mehr zwischen diesen zig Planeten und Monden hin und her scrollen, wo was ist. Oder die Systeme beispielsweise, sondern du siehst halt genau das, was halt einfach relevant ist für dich in dem Zuge. Das finde ich sehr geil. Galaktische Karte, hat sich da was geändert? Da unten ist irgendeine komische Legende jetzt. Das ist sehr toll. Was ist das denn? Was ist das denn da unten? Das Symbol kenne ich nicht. Was ist das? Sieht aus wie ein Föderation. Ach, warte mal, Moment, ich habe hier noch die. Wo waren die Filter? Hier waren die Filter. Navigationsmarkierungen, Staffellesern. Startzone-Markierungen sind das. Aha. Was auch immer Startzonenmarkierungen sind, ich habe keine Ahnung. Vorherige Sprünge, Freundmarkierungen. Ich habe keine Freunde, daher gibt es eh nicht. Schiffsmarkierungen, okay. Staffellesezeichen. Hab keine Staffel. Das mit den Staffeln ist, glaube ich, relativ cool, weil man mit der Staffel, glaube ich, gerade im Multiplayer einiges sehen könnte, glaube ich, wo was wie ist. Okay. Das mit dem aktuellen System funktioniert sogar. Ich bin mega begeistert, muss ich sagen. So, schauen wir mal. Filter. Derzeitiger Standort, gewählte Sprungdaten. Ach, hier. Ja, klar. So. Das war das Ganze. Wir machen nicht besuchte Systeme. Die zeigen wir an. Weil wir natürlich noch gewisse Sachen tun müssen.
Nämlich, wir müssen Sachen verkaufen. So. Das heißt, ich guck mal eben. Ingenieure, Staffeln, Codex, galaktische Mächte. Irgendwas ist hier anders. Ich glaube, die haben das anders aufgeteilt hier. Ich weiß nicht, ist noch was dazugekommen neben dem Training? Sieht irgendwie so voll aus hier. So. Lei Chung, okay, da brauchen wir noch 11 Märkte. Das würde ich heute gerne abschließen mit den Märkten, ehrlich gesagt. Also das wäre sehr schön, wenn wir das hinkriegen würden. So, Warenmarkt. Ich muss mal eben gucken. Ah. Verkauf. Ah, okay, du kannst es. Okay, die haben die Menüs echt ein bisschen schöner gemacht. Okay, jetzt steht unten noch seltene Waren, geschätzter Profit, Missionswaren. Ganz ehrlich, ich finde das neue Menü viel, viel aufgeräumter. Ich finde das neue System viel, viel aufgeräumter, ist viel angenehmer. Ah, auch das hier, das ist cool. Okay, es ist viel, 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 viel übersichtlicher, viel, viel angenehmer. Man kennt aus der letzten Aufnahme, wo ich die Sachen verkauft habe, hier mit diesem komischen Menü, diesen einen Balken dann, wo du Minus machst und nicht ganz genau weißt, was du wie verkaufen musst. Deutlich übersichtlicher, deutlich angenehmer. Frachtkapazität sieht man auch hier unten jetzt gleich. Finde ich sehr, 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 sehr gut. Auch von der Navigation hier ist es einfach, weil du kannst von hier jetzt hier runterspringen, hier rüber und dann hier runter. Also auch die Controller-Integration ist da tausendmal besser. Also Respekt, das haben sie echt gut gemacht. Okay, das ist noch genauso beknackt wie vorher. Wobei, schlecht war es ja nicht. Passagierlounge, haben sie irgendwas geändert? Okay, Missionen sind noch genauso, aber das ist ja auch nicht wirklich schlecht, sag ich mal. Okay. Nee, gefällt mir bisher ganz gut, das Update. Eine Sache will ich gucken. Und zwar, es gibt nämlich... war das Ausrüstung? Intern optional. Haha, es gibt einen leeren Innenbereich, nämlich hier. Wieso gibt es hier einen leeren Innenbereich? Was war hier drin? Abbaudrohnen, FSA-Unterbrecher. Reparaturdrohnen, Treibstoffsammler, Oberflächenscanner. Was war denn? Irgendwas ist... Wir haben den Standard-Landecomputer hier. Schildgeneratoren. Was ist das denn? Schildgenerator. Modulbeschränkung überschritten. Rumpfmasse übersteigt Schildgenerator. Ja, okay, wir können einen Schildgenerator reinbauen, ist mir klar. Was war denn hier drin? Ach nein, wir haben hier einen Slot dazugekriegt. Ah, ich erinnere mich. Genau, wir haben einen Slot, haben wir ja dazu gekriegt, weil die großen Schiffe haben einen einzigen Slot, haben sie dazu bekommen, einfach so, dass man nämlich den Landecomputer einbauen kann. Das war der Hintergrund. Man kann nämlich den Landecomputer, dass das nämlich überall diese, dieser Standard drin ist, oder dass man ihn einbauen kann... Gibt's das hier eben. Landecomputer gibt's hier aber lustigerweise keinen. Das ist sehr schön. Haben wir... Ich muss mir was gucken. Eingelagerte Module.
Frachtgestell, Impulslaser, Frachtgestell, Mehrfachgeschütz, Impulslaser, Detailoberflächenscanner. Tötungsbefehlsscanner, bla 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 bla. Intern optional. Ich habe, glaube ich, Schildzellenbank. Prisma-Schildgenerator. Frachtgestell. Frameshift-Antriebunterbrecher. Steuerung Sammeldrohne, Detailoberflächenscanner. Ha, guck mal hier. Transferoptionen einlagern. Jetzt passt auf. Shop durchsuchen. Nein. Transfer. Detailoberflächenscanner. Transfer zu Schiff. Klack. So, jetzt haben wir nämlich den Detailoberflächenscanner hier. Jetzt ist der da unten nämlich sauber eingegliedert. Und wir können dann jetzt in den Vierer-Slot irgendwas hier reinpacken. Was auch immer wieder reinpacken, ich weiß es nicht. Was habe ich denn weggeworfen? Oh, weiß das noch jemand? Ich hatte in einer Aufnahme, hatte ich was weggepackt. Ich habe den Xeno-Scanner eingebaut. Wo auch immer dem übrigens ist. Steuerung Sammeldrohne, Landecomputer. Wo ist denn der Xeno? Oder war der bei den Werkzeugsteckplätzen? Ach hier, da ist der Xeno-Scanner drin. Was habe ich denn hier? Schildbooster, Kühlkörper. Ach, der Sogwolkenscanner war das. Den kann ich hier nicht reinbauen. Die Frage ist, was haben wir jetzt mit dem Vierer-Slot? Hat jemand eine Idee? Reparaturdrohnen, Schildgeneratoren, Raffinerie, Ladelukenöffner, Treibstofftransferdrohne, Modulbeschränkung überschritten. Schade. Ich kann natürlich Frachtgestelle reinlagern. Modulverstärkung, genau, Paket, haha. Wenn ihr mir eine Idee habt, was ich reinbauen kann, gerne mir eine Idee geben. Schildzellenbank. Schildzellenbank kann ich auch nur eine reinbauen, glaube ich. Frameshift-Antriebunterbrecher 4A. So, passt auf. Transfer. So, dann schieben wir das mal eben um. Das heißt, wir haben den Frameshift-Antriebunterbrecher 4A hier drauf. Jetzt habe ich einen 5er Innenbereich frei. Was auch immer ich da reinbaue, ich weiß es nicht. Wir können natürlich Fracht reinbauen, was gegebenenfalls hilfreich wäre. Ansonsten sind vielleicht Reparaturdrohnen gar nicht verkehrt. Was machen die eigentlich? Steuert eine Drohne, um Schäden an der Hülle eines anvisierten Schiffs teilweise zu reparieren. Ah ja, ich würde gerne mich selbst reparieren. Geht wahrscheinlich nicht. Okay. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht hat jemand eine Idee, was ich einbauen kann. Ich habe einen Typ 5 Slot frei, wie gesagt. Gegebenenfalls können wir ein Frachtgestell reinmachen. Weil dadurch, dass wir diesen einen Slot übrig haben, funktioniert das ganz gut. Jetzt Erinnerung Feuergruppen einstellen. Du hast Änderungen an einem Modul vorgenommen. Was habe ich geändert? Zusammensetzungsscanner, Erkundungsscanner, Detailoberflächenscanner. Ah! Ja, ja, keine Ahnung. Zusammensetzungsscanner, ich glaube, das war der hier, Detailoberflächenscanner. Ja, gut. So, ich will es probieren. Mal gucken, ich starte, ob das Schiff von selber rausfliegt. Ich weiß es nämlich nicht.
Theoretisch könnte es vielleicht von selber rausfliegen sogar, wenn ich nichts tue. Ich weiß es aber nicht. Ich habe gerade Trump-Dog gelesen. Aber es ist das Trump-Ler-Dog. Okay, offensichtlich steuert mich das Schiff nicht selber raus. Schade. Ich dachte, das geht. Ich dachte, das Schiff fliegt von selber raus. Vielleicht habe ich mich auch getäuscht. Ich weiß nicht, vielleicht muss ich auch nur irgendwas machen. So. Gut, dann fliegen wir ins HEPA-System und vergucken. Ja, versuchen wir was zu verkaufen. Ich dachte jetzt wirklich, dass das Schiff von selber auch landet. Schleichfahrt, Außenbeleuchtung aus. Aha. Achso, ja, das war das normale Dingens. Flugstabilisator, automatisch landen, aus, an. Verbrechen anzeigen, Umlaufbahn, Sensorkalibrierung. Gut, ich dachte jetzt tatsächlich, dass er auch automatisch startet, ehrlich gesagt. Aber gut. Ich dachte echt, er startet automatisch. Ich dachte nicht nur landen, sondern auch starten. Interessant. Woogie würde mich jetzt wieder wild beschimpfen, wegen meinem Landecomputer. Aber ganz ehrlich, ich liebe meinen Landecomputer. Den lasse ich mir nicht mehr nehmen. So, eben noch ein Schlückchen getrunken. So, was haben wir Schönes? Navigationsboje, Miller Refinery. Leider keine guten Systeme. Also, hier ist leider keine große Station. Dann springen wir mal dahin. Also wir brauchen noch 11 Stationen, bei denen wir Handel treiben müssen. 11 Stationen, idealerweise sind das 11 Sprünge zu irgendwelchen Systemen, wo große Sternenhafen sind. Ha, dann haben wir den Ingenieur freigeschaltet. Das wäre sehr schön, das wäre formidabel. Weil dann kann ich endlich mal die Schilde upgraden. Das wäre ein absolutes Träumchen. So, wow, Sonne. Ich bin bloß so ein kleines Schiffchen. Das kleine Stationchen, das ist noch nicht gut. Springen wir einmal ins Rostsystem, mal gucken. Ich glaube, ich muss gleich niesen im Übrigen. Bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich muss wirklich niesen. Entschuldigung, so. Bin ich wieder. Ich sehe mich gerade an der Kamera oben. Das sieht echt aus, als hätte ich gerade eine Grippewelle oder sowas. So schaue ich gerade aus. Das ist echt, liegt an den ungünstigen Lichtverhältnissen hier gerade, weil das Licht von oben runterkommt und so einen riesigen Schatten wirft. Wieso gibt es hier bloß so minimalistische Stationen? Ist ja nicht gut. So, Kawaati. So, auf der Suche nach großen Stationen. Ich würde ja auch große Landeplaneten nehmen, aber gibt's keine. So. Auf zur nächsten Stratosphäre.
Dam, dam, daram, dam, daram, daram, dam, daram. Dam, daram, dam, daram, dam, daram. Ich dachte eigentlich, die haben da noch ein bisschen was anderes geändert, tatsächlich. Der Bane Market. Systemkarte, diesen Standort mit Lesezeichen versehen, Pilotenhandel. Ah, okay. Interessant. So, angeblich gibt es jetzt eine Flughilfe auch. Die sich automatisch um das... Ich guck mal eben mal. Angeblich gibt es eine Flughilfe, die das genau steuert. Also die genau dann die Geschwindigkeit runterregelt und alles. Ich weiß noch nicht, ob ich die aktivieren muss. Ich glaube, ich muss sie nur irgendwie aktivieren, wenn es das überhaupt gibt. Keine Ahnung. Oh oh. Ja, gut. Ha. Also ich meinte eigentlich, dass es eine Flughilfe gibt und die Flughilfe soll... Also ich wollte es mal ausprobieren, nicht, dass ich es bräuchte. Weil das kriege ich mittlerweile ganz gut hin hier. Aber ich dachte angeblich, wenn du ein Ziel anvisierst und willst da raus, dann... regelt der automatisch gleich die Geschwindigkeit. Auch das Starten, dachte ich, geht automatisch. So. Alles Gute, Admiral Janeway. Was? Das ist ein Computer-Hab. Wie? Computer? Was? Ich musste noch einen extra Computer kaufen dafür, oder was? Der das für mich dann tut, oder wie? Ach, drum glaube ich dann der Slot extra, oder wie? Das ist dann nicht im Landecomputer mit drin, sondern ist praktisch ein extra Computersystem, oder was? Ja, dann. Dann machen wir das nicht. Ein extra Landecomputer packe ich da. Ein extra Computer dafür packe ich nicht rein. Ah. Jetzt ist übrigens kein Warnblinklicht mehr vorne dran, sondern es ist einfach ein blaues Symbol jetzt. Vorher war das ja rot mit Lande automatisch, als wäre es eine Warnung. Jetzt macht das irgendwie, ist das blau. Auch sehr schön. Wieso gratulierst du eigentlich Admiral Janeway zum Geburtstag? Hat ihr heute Geburtstag? Falls ja, alles Gute, Admiral Janeway. Okay, Twitter kann ich gerade nicht gucken, Jeremy. Oder, warte mal, habe ich den Chat... Warte mal, kann ich den Chat hier offen? Ich habe den Chat hier, glaube ich, offen. Warte mal, ich guck mal eben. Ah, Kate Mulgrew, die Janeway-Darstellerin, hat heute Geburtstag. Cool, cool. Ja, dann alles Gute zum Geburtstag, Captain. So. Da da dam da dam da da dam da dam da dam. Wieso hat das der automatische Landecomputer gerade meine Hülle zerkratzt? Der hat gerade meine Hülle zerkratzt. Ich flieg doch mit dem Landecomputer rein, dass er nicht mein Dingens zerkratzt hier. Finde ich nicht gut. In keinster Weise finde ich das gut. Muss ich ganz offen und ehrlich sagen. So. Der Typ sieht mega komisch aus. Dem sein Hals ist so lang wie sein Kopf. Und das ist irgendwie, weiß nicht, irgendwie stimmt hier die Proportion nicht bei ihm. So.
wir verkaufen hier eins. Klar, machen wir 8 Credits Verlust. Yay, das ist mir aber egal. Serverfehler, drück OK, um den um zu den Stationsdiensten zurückzukehren. Ich liebe mein Leben. Aha. Ich kann hier nicht aufladen gerade. Ja, das ist ein Bug. Schön. Das habe ich auch. Schön. Das heißt, ich kann hier nichts mehr auffüllen, weil ich jetzt ein... Ja. Ach ja. Ha. Immer diese Softwarequalität. Springen wir mal zum nächsten System. Tanken wir halt nicht. Wie fixe ich den Bug? Einfach weiterfliegen und hoffen, dass im nächsten System nicht mehr so ist, oder? So. Clear the landing pad. You may leave when ready. Nee, es sind nur 10 Credits. Ich weiß nicht, was er da machen möchte. Aha. Okay. So, so fliegt man übrigens raus. Wow. Das war knapp. So, Wolf 750. Da düsen wir hin. Ich glaube, das Problem ist, dass der Treibstoff voll ist. Kann das sein? Also es ist nicht so, dass wir uns irgendwie, dass uns irgendwie Kraftstoff oder so fehlt. Ich glaube einfach, dass es, da ist ein Fehler in dieser Berechnung von dem Sprit, glaube ich, drin. Naja, was soll's. Also egal, 10 Credits ist auch nicht so, so tragisch. Vor allem, das tut dir auch nicht weh. Weil spätestens, jetzt, wenn ich jetzt an den Stern vorbeifliege hier, weil das System noch relativ nah ist, dann tanke ich auch wieder den Rest voll. Von daher ist das eh zu vernachlässigen. So. Grigori Orbital. Mehr gibt's hier dann auch nicht. Oh Gott. 1500 Lichtsekunden, das dauert ein bisschen jetzt, hört. Na gut. So. Aber sehr cool. Ist der Cooper eigentlich noch da? Kupsi, bist du noch da? Ich hasse es. Flight assist off. Flight assist on. Flight assist off. Ah, jetzt meine Waffen da. So. Flight assist on. Flight assist off. So, komm her, du kleine miese Töle. Einen blöden Düppelwerfern. So. Notfallteam in Position. Die Rettung naht. Aber ich brauche keine Rettung. So. Ja, hervorragend. Ich wollte dich mal fragen wegen Elite. Möchtest du mal wieder mitspielen? So.
Jay Sally. Du entkommst mir nicht, Kleiner. Ciao, Bella. So. So. Ein Flooper. Ja, ich geb... Ah, geht's ab. So. Sehr schön, dann haben wir das. Ich bin sehr begeistert, muss ich sagen. Wir haben einen elendigen Piratenplatt gemacht. Und was man gesehen hat, das ist nämlich so eine Sache, mache ich eigentlich viel zu selten. Aber wenn die KI Düppelwerfer wegschmeißt, sollte man eigentlich das Ziel nicht mehr anvisieren. Und dann einfach manuell drauf feuern. Bringt immer noch deutlich mehr, als wenn man mit dem drauf feuert, während die Düppelwerfer noch aktiv sind. Nur da ich leider ein extremer Vollblöppel bin beim manuellen Zielen, ist das immer so ein bisschen schwierig. Das geht dann nicht ganz so gut. Also ich habe immer so ein leichtes Problem dann. Tatada. Zum Plan übrigens sieht es folgendermaßen aus, sowohl für YouTube als auch auf Twitch. Ich würde... Also im heutigen Stream würde ich in Elite nur die Märkte fertig machen und dann würde ich im Stream den Cut machen. Für YouTube, ja, wir machen die Märkte fertig, das heißt, es wird noch ein paar Folgen geben, wie ich nur diese Märkte freischalte. Das ist nicht sonderlich spannend, das ist mir durchaus richtig. Das ist mir durchaus bewusst, so rum. Es gehört nur irgendwie dazu. Und ich weiß nicht, was ich sonst machen soll, weil ich will die Schilde optimieren und ohne Schilde kann ich keine Kampfgebiete machen. Das heißt, das ist ein bisschen die Vorbereitung dafür, dass wir künftig so mega auf den Putz hauen und einfach das gesamte Imperium ausradieren. Langfristig möchte ich nämlich, anders als der Cooper, der ist nämlich so, oder eine Woogie weiß ich gar nicht, aber der Cooper, der ist so jemand, so ein Freibeuter. Weißt du, der, der hat ja nie eine Fraktion so gehabt. Der hat nur immer jeden ausgenutzt, dass er sein bestes Schiff alles dann hier kriegt und so weiter. Möchte er mit keiner Fraktion was zu tun haben, möchte unabhängig sein. Ich würde mich sehr gerne der Föderation anschließen. Und dann das Imperium einfach komplett dem Erdboden gleich machen. Also wisst ihr schon, ne? Städte in die Luft jagen, alles in Brand setzen, Stationen vernichten und so weiter. Was man alles nicht kann in Elite, aber ich möchte einfach das Imperium platt machen. Föderalist! Ja, für die Föderation! Man muss ja so ein bisschen, man muss ja mal Priorität bekennen. Und da Walker City mein Heimathafen ist, der eh der Föderation gehört, kann man sich auch gleich der Föderation anschließen. Und keine Herzen! Wo ist denn da für Herzen? Schau, schon wieder Föderation, das ist ein Zeichen. Ich muss mich der Föderation anschließen, das ist einfach so. Das Spiel möchte es. Ach ja. Ich finde, wir müssen viel mehr auf Föderationsterritorium Acht geben. Das heißt, Targoiden müssen wir platt machen und das Imperium sowie die Allianz müssen wir vernichten. Einfach jedem den Krieg erklären. Und einfach jedes Schiff wegrotzen, was nicht die föderale Flagge trägt. Und natürlich ganz wichtig, weil wir hohe moralische Ansprüche haben. Alle fraktionslosen Kommandantinnen und Kommandanten werden sofort von uns aufgelesen und werden praktisch erstmal genau gescannt, um sicherzustellen, dass die keine illegale Schmuggelware und so mitbringen. Das wäre mein Traum eigentlich. Rumfliegen, alles erkunden, alles erforschen, die Föderation verteidigen und dann praktisch immer Schiffe scannen, ob die auch wirklich keine
illegale Fracht mit sich rumschleppen. Und falls doch, dann sofort die Fracht konfiszieren und beschlagnahmen. Waffen hochfahren! Ah na, lieber nicht. Sonst ballert mich die Station weg. Waffen hochfahren! Heb die anvisieren! Selbst mit meinem Freibeutertum habe ich immer mehr für deine geliebte Föderation getan als du! Das stimmt nicht. Ich bin sehr föderal unterwegs. Ich verkaufe Dinge. Ich bin ranghöher als du. Ab sofort heißt es Sir Coparius der Großartige für dich. In 1000 Jahren nicht. So ein halbes Hemd wie dich werde ich, jetzt. Er füllt's zwar ganz auf, aber das checkt er hier nicht so ganz. Ich hab's aufgefüllt, jetzt steht da 10 Credits noch. Okay, jetzt habe ich's gecheckt. Niemals werde ich dich so ansprechen. 1000 Jahren nicht. Das ist ja... Glaubst auch, weil du ein Schiff hast, was meinen Angriffen 10-mal standhalten könnte, dass du hier einen auf dicke Hose machen kannst. Nee, du. Da muss man einfach dem Cooper mal Einhalt gebieten. Das geht so nicht. So. Alle Feinde sofort eliminieren. So, volle Impulskraft voraus. Von wegen zu schnell, ich bin genau richtig von der Geschwindigkeit her. So, genau richtig Richtung Ausgang. So wie sich's gehört. Mit maximaler Geschwindigkeit aus dem Raumdock raus. Am besten noch mit maximaler Geschwindigkeit immer reinfliegen und die Booster aktivieren, dass ordentlich qualmt, wenn man reinfliegt. Das wäre auch lustig. Ich glaube, einmal bin ich mit Boostern sogar reingeflogen. Aber auch nur, weil ich den falschen Knopf gedrückt habe. Das war nicht beabsichtigt. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Muss man überlegen, ich glaube, wir haben über 260 Folgen Elite mittlerweile auf YouTube. Da ist ein bisschen was zusammengekommen. Der Bamford Ring. Da. Oh. Super. Das habe ich gut gemacht. Es war geplant. Ich dachte, ich bin außerhalb der Korona der Sonne. Eine klitzekleine Fehleinschätzung meinerseits. Ja. Sowas ist mir schon lange nicht mehr passiert. Aber ich habe gerade die Station ausgewählt. Ich dachte, ich bin hoch genug. Ich habe nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt. Ha, vielleicht sollte ich mir doch den neuen Computer kaufen. Der macht das nämlich alles für einen auch. Da ist man noch fauler dann praktisch. Weil es wirklich cool. Der macht nämlich dann für einen dieses, dass wenn man ins System reinfliegt, macht das sofort einen Stopp. Das heißt, man fliegt nicht mehr weiter in dem Zuge. Ja. Hallo? Sehr schön. Wo hat er denn seinen Flugschein her? Habe ich im Lotto gewonnen. Ich würde gerne diesen Sound austauschen. Und würde ihn gerne durch einen Star Trek Sound ersetzen. Also ihr wisst, was ich meine. Das wäre ein viel coolerer Soundeffekt als der hier, den sie da haben. So quiek, 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 quiek. Klingt wie so ein Schweinchen, wenn es geschlachtet wird.
La 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 la. Hui, Bamford Ring. So. So, tret auf einen Frosch, dann hast es. Lazy Frosch ist gerade nicht da, das heißt, hier kann ich auf ihn drauf treten. Quack, 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 quack. Klingt wirklich so ein bisschen ähnlich, hast du recht? Hat er wirklich recht? Diese Star Trek Sound, den ich im Kopf hatte, der klingt wirklich so ähnlich wie so ein Frosch, wenn du so drauf bist. Quack, quack, quack. Könnte wirklich sein. Mensch, der Cooper. Da hat er mal aufgepasst. Ach ja. Ich frage mich übrigens immer noch, wann ich mit dem Cooper Endgame angucke. Die Kinos sind momentan echt voll. Ich habe noch... Das ist echt schwierig auch momentan, weil überall auf YouTube siehst du irgendwelche Spoiler, immer wo es drin steht, dann wie Endgame ausgeht und so weiter. Das ist gar nicht so einfach, sich den ganzen Spoilern zu entziehen. Das ist echt kein Spaß. DeLacy, Lima, Oscar, Romeo. Welcome to this federal facility. Please observe all standard docking procedures. Also das ist, dann muss man echt schnell eigentlich Endgame angucken, bevor man irgendwo gespoilert wird. Sagt bitte nichts, hab auch noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Ich weiß nicht, wie er ausgeht. Ich will es auch gar nicht wissen. Also will ich schon, wenn ich den Film gesehen habe. Aber es ist echt schwer. Überall auf Twitter schreiben Leute was dazu. Auf YouTube siehst du irgendwas. Und ich bin mir so, nein, weg, 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 weg. Wie so ein kleines Kind. So weg, 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 weg. Nein, ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich höre nichts, ich sehe nichts, ich höre nichts. Scan detected. So. Also ich habe noch gar nichts gelesen und gesehen davon. Meine Timeline ist voll davon. Also YouTube ist komplett voll davon und meine Twitter-Timeline ist auch komplett voll. Und auf Facebook habe ich auch alles ausgeblendet, weil auch auf Facebook teilweise irgendwelche Sachen, die ich schon gesehen habe, wo vielleicht was drinstehen könnte. Also ich... Lieber Landecomputer, könntest du bitte mal aufhören, mein Schiff zu demolieren? Das gibt's ja nicht. Es ist ja schon wieder irgendwo dagegen gedonnert. Diese Landecomputer, ne? Bestimmt der Cooper programmiert. Mann, 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 Mann. Sowas. Selbst mit Landecomputer rammst du irgendwas. Das ist nicht meine Schuld. Ich kann da nichts dafür. Ich kann da zur Abwechslung mal wirklich nichts dafür. Das ist nicht meine Schuld. Nein, Training wollte ich gar nicht. Ich will, hier, Ingenieure. So. Wir brauchen noch 8 Märkte jetzt. Und ein Markt ist, glaube ich, hier noch im System. Den haben wir. Das ist alles kein Dingens. Hier haben wir einen Handel. So. Starten. Quack, 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 quack. Quack, 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 quack. Quack, 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 quack. Das klingt wirklich wie ein Frosch. Der Cooper hat aber auch Ideen manchmal. Pads attached complete. Observe station regulations on exit. Ja, Stationsregulierung, drum gehe ich mit voller Impulskraft nach draußen. So. So. Los geht's, Maximum Warp. Kann man irgendwie die Cookie-Warnung abschalten? Es nervt. Du meinst auf den Webseiten, dass die Cookies verarbeiten und so weiter, wo du dann akzeptieren oder rejecten musst und sowas? Nein, kannst du nicht abschalten. Also nicht, dass ich wüsste zumindest. Du musst es immer bestätigen. Das ist so eine tolle Regel von der EU.
dass du die Leute darauf hinweisen musst, wie du die Daten verarbeitest, die du siehst. Ist sensationell gut. Regt mich so auf bei allen Webseiten, vor allem wenn du dann einzeln alles deaktivieren musst. Also wenn du dann 80 Punkte hast und du musst jeden einzelnen Punkt einzeln anklicken, weil es keinen Reject All Button gibt. Das ist... Ja. Hat die EU echt gut gemacht, muss ich sagen. Ach ja. Das haben sie wirklich gut gemacht, muss ich sagen. Das ist, ja. Hat was. Also es gibt ja noch so Seiten, da kannst du sagen Reject All und alles, wobei das auch nicht sehr transparent ist mit Reject All. Wo du einfach, der blaue Knopf ist Akzeptier alles und links daneben, so unscheinbar, steht Reject All. Dann drückst du drauf, musst das aber nochmal bestätigen dann. Das ist super. Ja. Love EU. Ja. Also manchmal haben sie blöde Ideen. Ich meine, ist ja toll mit Datenschutz und Dingen und tralala. Ich bin ja auch tatsächlich für Datenschutz. Aber es ist halt, ja. Schon das Geile ist, wenn du eine Webseite hast, die wirklich 120 Einträge dazu hat, ist das super. Und wenn du jeden einzelnen rausmachen musst, da ist dir ab einem gewissen Punkt ist dir der Datenschutz egal, weil du einfach auf eine Seite willst, ja komm, macht einfach, ist mir vollkommen egal. Und dahin tendiert das. Genauso wie AGBs oder sonst was. Kein normaler Mensch liest sich AGBs durch. Dafür ist mir mein Leben zu wertvoll und meine Zeit ist mir dafür zu wertvoll, als dass ich da so ein 80 Seiten AGBs durchlese. Oh. Ich habe auf die Geschwindigkeit nicht geachtet. Wenn ich mal wieder im Lägern bin, schwärze ich alles, was auf den Belehrungszettel steht. Die geben nämlich einen Zettel mit Adressen rum. Super. Genau, alle Adressen schwärzen. Das wäre auch geil. Ja, man kann das mal alles so ad absurdum führen. Und was macht jeder am Ende? Am Ende surft jeder auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter und teilt gerade, wo er gerade ist, in welchem Restaurant oder sonst was und was er gerade tut. Das ist ja die Konsequenz davon, das Absurde. Die, die am lautesten schreien, sind immer die, die dann sagen, die so Swarm-App oder sowas nutzen. Ich bin gerade hier, da und da. Oder ich bin gerade in dem Restaurant. Oder ich esse gerade hier das bei, keine Ahnung, irgendwo. Oder ich bin gerade im Urlaub auf Sri Lanka oder sowas. Keine Ahnung. Das ist immer genau das, wo ich mir denke, so, klar. Immer über Datenschutz meckern und jeder sammelt Daten, aber dann auf Facebook, Twitter, Instagram immer genau posten mit Location, wo man gerade ist und was man gerade macht. Herzlichen Glückwunsch. Das ist immer so, wo du einfach Kopf langst, wo du denkst so, was? Da beißt sich jetzt aber die Katze ein bisschen in den Schwanz. Und damit ist nicht Jeremy gemeint, der sich in den Schwanz beißt. Nur falls es im Stream so rüberkommen sollte. Ja, auf jeden Fall ist das lustig. Pfui! Der Cooper hat schon wieder ganz anzügliche Gedanken. Der Cooper ist da echt schlimm in der Beziehung. Der ist da irgendwie, keine Ahnung. Bei dem laufen, glaube ich, manche Sachen falsch. Ah. So, in der Zeit auch selber gelandet. Und nicht immer gegen EU-Wettern. Das nicht die EU, das sind irgendwelche alten, verstaubten Parlamentarier. EU ist toll.
Ich sage nicht, dass die EU schlecht ist. Das Problem ist bloß, dass die Parlamentarier sind Teil der EU und die machen die EU-Richtlinien, die auf EU-Ebene ausgeführt werden. Ha. Drum ganz offen an alle, geht wählen, geht zu den Europawahlen. Ganz, ganz wichtig. Und wählt die, die euch am besten passen. Ein Glück, sind bald Wahlen. Geht wählen, Kinders. Genau, geht wählen und wählt das ganze alte Gesochse und das ganze alte, die ganzen Fossilien mal alle raus aus dem Parlament. Ich habe keinen Sprit verbraucht, finde ich sehr gut. Dass endlich mal wieder ein paar junge Leute da reinkommen, dass sich mal ein bisschen was bewegt. Und vor ein bisschen mehr Innovation ist, nicht mehr dieser verkackte Lobbyismus. Wählt die euch am besten passen, außer AfD. Die passen nie. Das stimmt. AfD sollte man nicht wählen. Das ist, ich habe das jetzt einfach mal meiner Zuschauer... War ich beim Autodoc schon? Nee, da, ich war noch nicht im Autodoc. Ich habe das jetzt einfach mal als Voraussetzung genommen, dass keiner meiner Zuschauer die damit in Verbindung bringt, dass er die AfD wählen soll. Und wenn ihr gar nicht wisst, was er wählen sollt, könnt ihr immer noch die Partei von Martin Sonneborn wählen. Also wenn ihr wirklich keine Ahnung habt, ob... Keine Ahnung. Irgendwelche verstaubten Fossilien, irgendwelche verstaubten Sozialdemokraten oder sonstige Sachen. Wenn ihr gar keine Ahnung habt, dann wählt die Partei. Wäre lustig, wenn die Partei 5-10% mal kriegen würde. Ich würde mich kaputt lachen. Ich weiß zwar nicht so ganz, was das dann für eine Aussage treffen würde, wenn die Partei vom Sonneborn irgendwann mal so viele Wähler kriegt oder so viele Stimmen kriegt, aber... Ich sag immer so, schlimmer machen können die es auch nicht. Nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte gar nicht raus aus dem Super Cruise. Blödes Dingens. Wählt jetzt die... Was? Kaitianische Föderation. Frameshift Drive charging. What? Kaitianische Föderation. Was ist das denn schon wieder? Ich würde irgendwas vergeigt. Oder... Achso. Aha. Ja, ich bin ja noch im gleichen System. Ich wollte gerade in Frameshift-Antrieb gehen, aber ich war ja im Super Cruise schon und das Autodoc ist ja hier direkt. Ich war jetzt gerade... Ich war gerade abgelenkt. Das passiert, wenn man sich nicht auf die Sache konzentriert. Ha. So gehen auch schon mal Ehen kaputt, weil man nicht auf den anderen Acht gibt. Und sich einfach auf alles Mögliche fokussiert, aber nicht auf das, was wichtig ist. Merken, Kenners. Kaitianer sind die Katzen in Star Trek. Stimmt. Genau, Kaitianer kann man auch wählen. Die sind putzig. Das ist durchaus richtig. Richtig. 7 Märkte noch. Es ist so langatmig. Bitte jetzt, wisst ihr, in solchen Momenten denke ich mir, jetzt wäre eigentlich der Sporenantrieb aus Discovery nicht verkehrt. Einfach klack und dahin springen. Und dann bist du da. Egal, wo du im Universum hin willst, du springst einfach hin. Warnung, Kampfbereich wird verlassen. Ich wusste nicht mal, dass ich in einem Kampfbereich bin. Aber gut. Ich bin offensichtlich durch den Kampfbereich geflogen. Ich weiß gar nicht, hat das irgendeine Auswirkung? Kann es sein, dass ich aus dem Kampfbereich mal rausgezogen werde oder sowas? Ist mir, glaube ich, noch nie passiert. Daher kann ich es nicht wirklich beurteilen. Naja.
Lassen wir uns überraschen. Und warum komme ich nicht voran? Wir müssen doch jetzt los. Wir müssen jetzt den Handel ranbringen, denn sonst geht nichts mehr los. Und der Reim war bescheuert, weil mir spontan kein Reim einfällt. Manchmal habe ich so Tage, da kann ich singen und habe so Reime und das passt irgendwie so halb. Und dann habe ich Tage, wo ich keinen vernünftigen Satz rausbringe. Wo man sich einfach denkt so, what did he just say? What is he doing? What is he going to do? Guten Abend, TLP Tom. Hallo, einen schönen guten Abend. Habe ich dich eigentlich im letzten Stream begrüßt? Das war gestern, glaube ich. Ich weiß gar nicht, weil ich gestern Hallo zu dir gesagt habe. Ich weiß, du hast was geschrieben. Du warst kurz da, permanent da. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß nicht, ob ich Hallo gesagt habe. Das kam mir nämlich nach dem Stream, kam mir das nämlich. Da wollte ich dich noch fragen, weil ich habe es nämlich irgendwie... War so... What? Für das Kaltianische Imperium. Ja, finde ich auch. Katzen an die Macht. Ja, hast du, Hab. Ja, hast du. Wird langsam alt, ne? Ja, ich sag ja, ich bin wie so ein Goldfisch. Das Lustige ist, haben wir beim Cooper irgendwann mal gebracht, den Witz, dass er wie ein Goldfisch ist, weil ein Goldfisch nach 2 Sekunden vergisst, was er gemacht hat. Angeblich. Das Schlimme ist, bei mir ist das genauso. Vor allem, ich mach beispielsweise, wahre Geschichte. Ich gehe abends, ich stelle das Handy hier immer als Wecker, dass mich das Handy praktisch dann wach klingelt in der Früh. Mit einem tollen Klingelton, nämlich Cheers, love, the cavalry is here. Cheers, love, the cavalry is here. Das geht den ganzen Morgen dann so, bis ich dann aufstehe. So, damit ich aber, weil ich so ein bisschen verrückt im Kopf bin, habe ich neben dem Handy noch einen normalen Wecker. Der praktisch in der Regel so eingestellt ist, dass wenn ich um 6 Uhr morgens aufstehen muss, dann klingelt das Handy und der Wecker klingelt auch. Dass wenn das Handy irgendwas ist, dass zumindest der Wecker ist, ne? Dass du immer so ein Fallback einfach dann hast. So. Jetzt bin ich jemand, ich stelle abends diesen Wecker ein, also aktiviere ihn und dann gehe ich ins Bett. Dann liege ich 10 Sekunden im Bett und weiß nicht mehr, ob ich den Wecker gestellt habe. Was sensationell ist, das musst du mir überlegen. Du stellst den Wecker, du gehst ins Bett, legst dich hin, deckst dich zu, dann machst du die Augen auf und denkst du, habe ich den Wecker gestellt? Dann stehst du auf und jedes Mal habe ich den Wecker gestellt. Ich habe das noch nie vergessen, aber immer stehe ich dann, oder immer öfter stehe ich auf und gucke nach, ob ich diesen verdammten Wecker gestellt habe, weil ich es einfach nicht weiß, weil ich es einfach vergessen habe. Und das ist echt schlimm. Und ich bin jetzt nicht schusselig, ich bin auch nicht vergesslich oder sowas. Es ist nur einfach, so Kleinigkeiten, was du so nebenbei machst, da denke ich oft dann irgendwie, hat mein Hirn dann da so einen Aussetzer drin, mal so klick und dann ist weg. Also so eine Erinnerung, die brauchst du nicht. Hey Google, stell einen Wecker um 5.55 Uhr. Ihr Wecker ist bereits gestellt. Kauft dir eine Alexa oder Google. Hey Siri. Wann klingelt der Wecker morgen? Hört man, glaube ich, gar nicht. Aber ich mache das tatsächlich mit Siri. Also es ist auch... ich habe hier auch beispielsweise... kenne ich aber auch. Also ich habe tatsächlich für sowas Siri und ich muss sagen, seit ich Siri habe, es ist so toll in der Früh, weil ich habe die Uhr. Ja, und manchmal ist es aber so, wenn du Brillenträger bist und du wachst in der Früh auf, brauchst du ja ein bisschen, bis du was siehst ein bisschen. Und vor allem ohne Brille ist dann nochmal schwieriger dann, weil die Brille auch auf dem Schreibtisch liegt und nicht. Ich habe irgendwie permanent vollen Treibstoff. Das ist irgendwie ein Bug. Oder nee, was ist denn alles auffüllen? Verstehe ich nicht. Ich habe hier gerade getankt. Ah, keine Ahnung. Auf jeden Fall mega lustig, seit ich Siri nämlich habe, passiert nämlich durchaus Folgendes, dass ich in der Früh, weil
reden kann ich ja dann in der Früh. Also da bin ich ja, das werden mir meine Kolleginnen und Kollegen auch alle bestätigen. Ich bin da so, ich bin nicht so, dass ich da irgendwie so aufwache und dann so, ne? Sondern ich bin halt wirklich so, fupp, und dann, hey ho, guten Tag, einen schönen Tag wünsche ich euch. Also ich bin da wirklich ein Morgenmensch tatsächlich. So. Und was ich dann tatsächlich mache, ich starte mal eben, ich mache dann tatsächlich Folgendes in der Früh. Hey Siri, wie spät ist es? So, hat man glaube ich gehört so ein bisschen. Ich frage dann tatsächlich Siri, wie spät es ist. Und meistens mache ich das eigentlich dann mit der Uhr, dass ich mal kurz auf die Uhr gucke und dann mir die Uhr sage, wie spät es ist. Diese Morgenmenschen haben doch alle keine Seele. Aber sowas von habe ich Seele. Geh mal weg. Blöder Penner. Also ich mache das meistens mit der Uhr mit. Wie spät ist es? Genau. So. Und das sagt mir die Gute dann. Und ich habe sehr wohl eine Seele, aber ich bin halt jemand, der einfach... Morgen, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich bin so fröhlich heute. Was kann ich denn heute Schönes tun, denn sonst wird mir so fad. So auf dem Niveau ist das dann tatsächlich immer. Gut, zugegebenermaßen. Sehr zum Leidwesen meiner Kolleginnen und Kollegen, weil ich möglich in der Früh... Ich laufe wirklich in der Früh durchs Büro durch, mache mir... Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Und das mache ich dann aber durchs ganze Büro durch, bis ich dann, lustigerweise, mein Büro ist ganz am Anfang von der Tür. Die Kaffeemaschine ist aber am anderen Ende des Büros. Das heißt, wenn ich mir in der Früh einen Kaffee hole, muss ich zwangsläufig durchs komplette Büro laufen. Was dann aber bedeutet, dass dadurch, dass ich durchs ganze Büro laufen muss, ich an jedem Büro vorbeilaufe und bei jedem Büro sage ich dann, Guten Morgen, Guten Morgen, Guten Morgen. Das ist sehr lustig. Ist auch besser so, glaube ich. Ja, aber ich muss immer durchlaufen durch das ganze Büro. Das heißt, das ganze Büro weiß immer sofort, wenn ich da bin. Also es ist praktisch, die Kollegen, die... Und vor allem das Lustige ist, die Kollegen, die ganz hinten am Büro sind. Das Büro ist, glaube ich... Ich weiß nicht, Kuba, du kennst es. Wie lang ist das Büro? 50 Meter? 100 Meter? Ich bin relativ schwierig mit so Entfernungen schätzen. Wenn ich am Anfang bin, ich gehe ins Büro rein und sage Guten Morgen, dann hören die das ganz, ganz hinten. Am anderen Ende des Ganges hören die Leute, dass ich da bin. Schätze 100 Meter. Genau, und das hören die wirklich von Anfang an, von diesem Büro anfangen, wenn ich sage Guten Morgen, dann hören die das bis ganz hinten. Das heißt, die wissen schon, dass ich alle da bin und dass ich dann gleich mit meiner Guten Morgen-Tour anfange. Das ist super. Würde dich, glaube ich, jeden Tag mit irgendwas abwerfen. Ach, ihr seid alle keine Morgenmenschen. Ihr müsst viel fröhlicher sein. Das Leben ist viel zu kurz, um immer so trübselig zu sein. Die erste Maßnahme, stellt im Hebel eine Kaffeemaschine in sein Büro. Plus gleich noch die Toilette. Genau. So wenig wie möglich ihn durchs Büro laufen lassen. Das stimmt. Das ist, das wäre ein ganz guter Anfang, glaube ich. Also ja, ich bin da echt so ein Morgenmensch einfach dann. Und vor allem, das ist was der Cooper auf den Tod nicht ausstehen kann, aber ich bin auch jemand, wenn ich durchs Büro laufe, ich quatsche auch einfach gerne mit Siri. Am besten eigenes Haus, ja genau, ein eigener Gebäudeabschnitt. Also wenn ich beispielsweise dann mittags mein Essen mache, dann sage ich immer Siri, dass sie den Timer stellen soll oder sowas. Oder dass sie kurz einen Reminder setzen soll. Also da bin ich immer knallhart. Beziehungsweise einfach zu Hause arbeiten lassen. Genau. Ich brauche dann so einen Roboter wie bei Big Bang Theory, wo der Sheldon mal hatte. Wo der einfach den Roboter durchs Büro fährt mit so einer mit so einem Monitor dran. Wo ich dann einfach mit dem durchs Büro fahre. Morgen! 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 Mit Schallschutzwänden. Kerker mich doch gleich einfach im Keller ein.
Man darf nicht immer so miesepetrig im Leben sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Lalalala, das Leben, das ist schön. Das Leben, das ist toll. Und wenn es mal nicht so toll ist, dann musst du es dir einfach schön machen. Schönes Leben, Oh, wie macht das Spaß, dass das Leben so toll ist. Tolles Leben, toll. Ach, ich lasse das lieber. Sonst haut mich der Cooper nämlich wirklich irgendwann nochmal. Weißt du, nächstes Mal so hier, hey, wir gucken Avengers Endgame an. Weißt du, dann stehst du so vom Chinne einfach vom Kino hier bei uns. Und einfach so, wusch, kriegst du erstmal rein vom Cooper. Keller würde Hippie aber gefallen. Das wäre creepy. Ja, wenn ich alleine drin bin, nicht. Also, Keller alleine macht ja keinen Spaß. Wenn, dann muss da noch, müssen noch ein paar Leute mit dabei sein. Erst dann ist der Spaß ja dann da. So einfach, keine Ahnung, wie bei, war das so? Wo die Leute angekettet waren, wo sie sich dann den, wo sie den Fuß absägen muss, das war so, oder? Habe ich nie gesehen, den Film, weil mir war das zu bescheuert. Ich glaube, der Cooper hat alle gesehen, oder? Ich glaube, du hast alle Saw-Teile gesehen. Kann das sein? Ich habe nämlich keinen einzigen Saw-Teil gesehen. Jemals. Ich habe nur dieses, diese Verarsche da, dieses, wie hieß das? Scary Movie. Das war das Einzige, was ich mir jemals also, wo es halt ansatzweise mal so ein bisschen drin war, verarscht wurde dann. Aber Saw hat mir irgendwie, kann ich nichts abgewinnen. Nur die ersten drei oder so. Das ist schon mehr als ich. Ich kann so irgendwie nichts abgewinnen. Das ist so... Das ist mir zu plump. Jeremy müsste mit in den Keller. Da hast du immer was zum Kuscheln. Miau. Aber da würde ich dann lieber so eine... Da würde ich dann lieber eine Blondine oder sowas nehmen oder eine Brünette oder sowas. Also wenn, dann eine weibliche Person. Ich brauche keine Katze da unten. So. Jetzt habe ich wahrscheinlich irgendjemanden getriggert, so, wie kannst du das sagen? Die Arme. Ja, ich glaube auch. Ach ja. Ist ja auch schlimm. Du darfst ja heute nichts mehr sagen, weil irgendwer fühlt sich zum einen immer angegriffen und zum anderen hast du immer, leider, immer das Problem. Für jeden Witz, den du machst, gibt es irgendwo jemanden, der sowas wirklich schon mal erlebt hat oder jemanden kennt, der sowas erlebt hat. Was immer schwierig ist, da, wenn man sich sofort angesprochen fühlt und getriggert fühlt. So, und nein, Keller ist zu feucht. Was ist das nur für ein Keller? Was hast du denn für einen Keller, Jeremy, dass es immer so feucht ist? Muss ich mal Heizstrahler aufstellen. So, haben wir zufällig... Nein, natürlich nicht, ist klar. Basika. Hört sich an, als wäre da irgendwas. Hoffe ich zumindest. So, Plattenbau und Leipzig mit sehr hohem Grundwasserspiegel. Na, okay, ist ein Argument. Das Tolle aber ist an Kellern tatsächlich, wenn es im Sommer draußen heiß ist, da hast du immer den Vorteil, dass es in Kellern immer relativ kühl ist. Das heißt, da kann man auch
heiße Sommertage relativ entspannt überleben. Überstehen. Wer ist feucht und warum weiß Hepi davon? Ein Keller, Lazy Frosch. Ein Keller ist... Jeremys Keller ist feucht. Kommt schon wieder genau zu den richtigen Gesprächsthemen. Ja, warum ist denn jetzt hier jetzt nirgendwo eine Raumstation? Wir brauchen jetzt eine Raumstation hier. Wir müssen nur so ein paar Sachen verkaufen. So. Dieser Smiley könnte der Jeremy bestimmt irgendwo als Shortcut auf der Tastatur einfach. Dass er nicht immer, damit Jeremy nicht immer Minus, Komma, Minus eingeben muss als Smiley. Irgendwo als Shortcut einfach schon drauf auf der Tastatur. Damit es schneller geht. Das Haus, wo ich drin wohne, Lazy. Nicht, wenn du was anderes denkst. Semiones Lock. Dann fliegen wir da nochmal hin. Wie weit ist das weg? Müssen wir ein bisschen langsamer machen. Nicht, dass wir über das Ziel hinausschießen. Das wäre nicht so gut. Wie viele brauchen wir eigentlich noch? Ingenieure. 5 Märkte brauchen wir noch. Wuhu! Wup, wup. Haben wir es bald geschafft. Und im Übrigen, für alle, die dann hoffen, so, ja, die ganzen Travel-Missionen, alles vorbei. Wir müssen noch 200 Einheiten Gold zu dem schippern dann. Das wird auch mal ein Riesenspaß. Ich habe übrigens eine Sache noch festgestellt, weil ich es gerade hier auf dem Tablet sehe. Ich habe einen neuen Browser auf dem Tablet installiert. Das Tolle ist, ich habe dadurch mal alle Tabs zugemacht. Alle 80 Tabs, die ich offen hatte, habe ich alle einfach mal zugemacht. Jetzt habe ich auf dem neuen Browser bloß noch 2 Tabs offen momentan. Finde ich auch ganz spannend. So kann man auch versuchen aufzuräumen zumindest. Indem man einfach mal einen neuen Browser installiert. Ach so, ein Leibtsch. Ja. So, mal sehen, wie lange. Ja, so wie ich mich kenne, habe ich irgendwann 80 Tabs auch wieder mit dem neuen Browser offen. Das ist tatsächlich echt ein Problem, was ich habe. Wobei ich festgestellt habe, es gibt eine Funktion in diesem Browser, das sind so Browser-Apps sind das, wo ich aus einer Browserseite eine App generieren kann, weil ich oftmals das Problem habe für so Einzelseiten, also wo du wirklich nur auf einer Seite immer navigierst, mache ich oftmals, weil ich den Tab nicht mehr finde, mache ich einen neuen Tab auf und gucke auf diese Seite drauf. Das ist schwierig. Und durch diesen neuen Browser mache ich einfach dadurch eine Web-App, schmeiß die auf Windows 10 drauf und dann kann ich einfach diese App starten, habe die unter einer Taskleiste drin, was viel, viel angenehmer ist. Und dann finde ich es auch schneller, auch wenn ich mal, sage ich mal, 30 Tabs offen habe, läuft halt einfach. Von daher finde ich das ganz gut. Und ich weiß, so Web-Apps und so weiter, das gibt schon seit zig Jahren und alles. Aber ich finde, das ist hier relativ gut integriert. Das ist halt einfach so klack, klack, klack und dann... Chef? Was macht denn dieser Landecomputer? Kann es sein, dass die den Landecomputer ein bisschen kaputt gemacht haben? Irgendwie ist das deutlich komischer als sonst. Kann mich aber auch täuschen. Wann hat Windows jetzt eigentlich Raytracing im Startmenü? Es kommt noch, Lazy Frosch, es kommt noch. So Echtzeitreflektionen im Startmenü, wenn du draufpackst und hinten dran auf dem Starten, auf dem Desktop dann die Schatten und alles dann optimal präsentiert werden, das kommt alles noch, bin ich mir sehr sicher. Dass Windows dann im Namen alle Ehre macht.
wäre eigentlich ein ganz lustiges Feature, glaube ich. Bin ich mal sehr gespannt. Ich habe übrigens leider, das muss ich sagen, ich habe leider Dingens nicht gefunden. Quake mit der... Also ich habe keinen wirklichen Download gefunden, wo ich Quake runterladen kann mit dem Raytracing-Support. Das würde ich echt gerne mal ausprobieren, weil ich glaube, das ist echt lustig, dieses uralte Spiel zu nehmen und einfach mal diese Raytracing-Lichteffekte zu haben. Weil Lazy Frost gerade gesagt hat, fällt es mir gerade ein. Ich muss mal gucken, ob ich das irgendwo herbekomme. Das hätte schon was. So. So. So düst man übrigens aus dem Raumdock raus. Ach ja, ich will übrigens mal gucken. Es sind ja einige Spiele angekündigt worden, die Raytracing und so weiter unterstützen. Ich muss mal gucken, welche das alle sind und welches da und welche aktuell schon released sind und die nicht Metro Exodus heißen. Weil Metro Exodus kaufe ich nicht. Das ist da unterstütze ich die Entwickler erst, wenn es für 10 Euro irgendwo ist, das Spiel. Weil, ja. Was da der Publisher abgezogen hat. Deep Silver war das, glaube ich, sogar. Nein. Habe ich keine wirkliche Lust. Nervt mich etwas. Ach ja. Aber es gibt ja zum Glück einige Titel, die angekündigt waren. Oh, es gibt ja tatsächlich ein Dingens. Sogar relativ nah. Geil. So. Das Lustige ist im Übrigen, das habe ich mal gelesen, weil sich viele beschwert haben. Es gibt ja von Nvidia gibt es ja dieses DLSS-Feature, Deep Learning Super Sampling, was praktisch ja die, ich glaube die Tensor Cores waren das auf den RTX-Karten ja nutzt, um praktisch mit Deep Learning, also KI-Unterstützung. Dann eben sowas wie Kantenglättung und sowas zu machen. Und Bildoptimierung und sowas. Und das Lustige ist, es haben sich unfassbar viele Leute beschwert darüber. Habe ich nämlich einen Artikel darüber gelesen, dass du in Battlefield 5 war das, da haben sie DLSS hier angebaut. Mit der 2060, also der RTX 2060, kannst du DLSS aktivieren. Also da ist DLSS-Support verfügbar. Bei Full HD. Bei der 2080 Ti geht's nicht. Also die 2080 Ti, das Modell, was ein paar hundert Euro mehr kostet, kannst du kein DLSS in Battlefield 5 aktivieren bei Full HD. Full HD. Geht einfach nicht. Haben sich alle unfassbar drüber aufgeregt, weil sie gesagt haben, wie kann das sein? Ich habe hier eine Grafikkarte, die so unfassbar teuer ist und kann DLSS nicht aktivieren. Und bei der 2060, die halt einen Bruchteil kostet, da geht's. Lustigerweise ist der Grund ist total simpel und total banal. Lag nämlich daran, dass die Renderzeit für einen, also Nvidia das so erklärt, es ist nur dann aktiviert, wenn die Grafikkarte ressourcentechnisch, also die GPU, länger braucht, einen Frame zu rendern, als eben DLSS. Das heißt, wenn du eine Millisekunde brauchst, um mit der GPU einen Frame zu rendern, und mit DLSS 2 Millisekunden, ist es deaktiviert. Dann kannst du es nicht aktivieren, weil DLSS dann praktisch langsamer wäre als das normale Rendering. Also als das normale GPU-Rendering. Und die 2060 ist halt von der Performance her
langsamer. Das heißt, die GPU braucht länger, um einen Frame zu rendern, als DLSS es dann bräuchte praktisch. Also mit TSAA und sowas braucht die GPU länger als DLSS und drum ist dann DLSS aktiv, weil du praktisch dann eine bessere Frame-Time hast. Und bei der 2080 Ti ist halt so, die ist halt so sackschnell, die rendert den Frame halt so raus, da brauchst du DLSS nicht dafür. Das ist dann erst bei 2 oder 4K beispielsweise aktiv, weil da ist dann die GPU ein bisschen langsamer. Und erst da macht dann DLSS dann ganz Sinn. Ist ganz lustig, sich dann mal zu beschäftigen, wie da sowas zustande kommt. Also bin ich immer so ein riesen Fan davon, mal so aus Tech-Seite mal zu gucken, wie eigentlich sowas zusammenhängt und warum. Yannick, einen schönen guten Abend wünsche ich dir. Hello. War auf jeden Fall sehr lustig, weil viele haben da drauf gebasht und haben sich mega aufgeregt. Und hat Nvidia eben das dann veröffentlicht und gesagt, naja, wenn halt DLSS langsamer ist als das normale GPU-Rendering, dann ist es halt deaktiviert. Und wenn DLSS Sinn macht von der Performance, dass es praktisch schneller ist, dann aktiviert man es. Das ist eigentlich total logisch und total simpel. Muss dann aber auch erstmal wissen. So, und für dieses Wissen habt ihr jetzt eine sehr wertvolle Kindheitserinnerung eingebüßt. Ihr könnt mir später danken. So. War jetzt noch irgendwas? Nee, hier war kein Terminal mehr. Gut. Ich weiß nicht. Nein, da will ich gar nicht hin. Ha, ich kann mit einem Klick wieder zurück. Oh, das ist so entspannt gerade. Ich kann mit einem Klick wieder zurück. Das hat tatsächlich was. So, Yaksara. Springen wir dahin. So. Namend! Namend Yannick! So, hervorragend. Ich würde ja fragen, wie Game of Thrones war, aber ich will selber noch irgendwann gucken. So. Was soll, war das denn jetzt? So, ich gehe off. Ich muss morgen früh raus. Alles klar, TLP, Tom. Ich muss auch morgen früh raus. Das heißt, ich mache auch nicht mehr so lange. Ich will los, was mit den Märkten abschließen und dann mache ich auch den Cut. Danke auf jeden Fall, dass du da warst und bis zum nächsten Mal, was dann Mittwoch wäre. Da haben wir hoffentlich viel, viel Zeit, alles zu machen. Ich brauche noch 4 Märkte. So. Und schlaf auf jeden Fall gut. Noch einen Tag arbeiten, dann ist Feiertag. Uhu! Der Spitzenpilot! Was denn? Da kann ich nichts dafür. Das Schiff ist einfach irgendwo hängen geblieben. Da ist einfach die Station einfach die Schotten zugemacht und drum bin ich da hängen geblieben. Das ist, lag nicht an mir. Mm-mm. Ich bin ein Bombenpilot. Mir passiert sowas nicht. So ein Malheur. Aua. Jetzt bin ich im Fuß irgendwo hängen geblieben da unten. Nein, den gleichen Fehler mache ich nicht nochmal. Nowitzki Orbital. Super. Mal gucken, ob da Basketball gespielt wird auf dem Terminal. Haha, Flachwitz. So, es sind noch mehr Stationen hier. Gucken wir mal, hier sind ein Haufen Kampfbereiche. Da wird ordentlich gebattelt hier. Gibt aber nur eine Station, wo ich landen kann. Na gut. Vier Märkte tatsächlich noch. Ich flippe aus. Flip, flip, flip. Das dauert noch ewig und 3 Tage, bis wir da durch sind. Ich bin in Lockets und eine halbe Stunde beschäftigt, glaube ich. Also ich entschuldige mich bei allen, die das hier gucken gerade und sich schon, Mensch, Happy, mach doch mal was Spannendes. Reiß doch mal ein paar Stationen ein oder flieg irgendwo dagegen, zerstör irgendwas, von mir aus explodier auch selber, mach doch irgendwas Spannendes. Kommt noch.
Wenn wir den Ingenieur haben, können wir die Schilde upgraden. Und dann battlen wir uns erstmal bis zum Tod. Wäre so meine Idee zumindest. Ich hoffe, das funktioniert dann auch einigermaßen, dass die Schilde auch mal wirklich halten. Und nicht wieder kollabieren nach 2 Sekunden Beschuss. Ha, das wäre schön. Wahrscheinlich muss ich erstmal stundenlang noch Materialien farmen, dass wir die Schilde hoch pushen können. Das wäre so das nächste Highlight. Unsere heutige Flugroute hält einige spektakuläre Aussichten bereit. Unser Bordpersonal steht Ihnen gerne für weitere Informationen zur Verfügung. Ja, spektakulär ist das ja auch gerade. Seit wann haben diese Dinge denn so einen Böppel unten dran? Ist mir noch nie aufgefallen. War das schon immer da oder kam das jetzt mit dem Update erst? Sehr komisch. Ja. Ja, lass mich mal rein, bitte. Unbedingt schnell reinfliegen. Meine Frage, wie hoch ist eigentlich eure Latenz gerade? Also wie hoch ist denn die Streaming-Latenz im Moment? Ich glaube nämlich gar nicht, die ist gar nicht so hoch, oder? Müssen so 5 Sekunden sein, kann das sein? ...18 cm. Fünf Sekunden. Ha! Richtig geraten. Ungefähr 6. Naja, sogar nicht mal schlecht. Streaming-Latenz, 18 cm. So. So. Contact. Deploying ground services. Warenmarkt. Hier kommt der Händler. Hier kommt der Händler. Er ist der beste Markt. Von allen. Quality. Alter, man kann die Quality bei mir einstellen. Wuhu. Wupp, wupp. Das ist ja... Wow. Das ist ja sensationell. So. So. Was ist denn? Ja. Kann mir mal einer sagen, wo ich jetzt gerade immer hängen bleibe die ganze Zeit? Das ist echt komisch. Ich fliege perfekt raus und irgendwo bleibe ich immer hängen. Ja, von wegen Speed Restriction. Am Bobbers. Maximum Warp. Am besten den Nachbrenner noch zünden, wenn ich rausfliege direkt. In der Station am besten noch den Nachbrenner anmachen. Nice! Ja, ich finde das gar nicht mal so lustig, ehrlich gesagt. Das ist irgendwie langsam, ist das ein bisschen peinlich. Ich glaube einfach, die Stationen machen einfach den Eingang immer kleiner dann. So klack und dann greifen die mich. Die wollen mich einfach nicht gehen lassen, weil ich so ein guter Zeitgenosse bin. Ich meine, ich kann es ihnen nicht verdenken. Ich meine, sowas für mich findet man auch nur einmal im Universum. Aber ich muss halt auch weiter, ne? Ich meine, ist ja auch logisch. Andere Sternenhafen wollen ja auch noch was von mir abhaben. Und die haben gar keinen Sternenhafen, der meiner würdig ist. Jetzt wird es langsam dünn hier. Frameshift Drive charging.
So. Langsam wird's echt dünn hier. Von den Systemen, die ich noch nicht besucht hatte. Und jetzt stellt euch mal vor, ich hätte jedes einzelne System zu 100% gescannt. Dann wären wir noch nicht mal ansatzweise so weit. Wollte ich nur mal kurz erwähnen. Falls es relevant wird. So. Ah. El Staciono. Carry Enterprise. Schön. Ah, zweite Station, so finde ich. Offensichtlich nicht. Okay, wo ist die Station? Jetzt ernsthaft? Ah, okay. Ich dachte, die ist deutlich weiter weg. Dann wäre ich da nicht hingeflogen. Ach, hier steht Entfernung mehr als 1 Million. Okay. Das hat mich jetzt gerade etwas verwirrt. Ach, ich muss ganz schön viel trinken gerade. Ich glaube, weil ich so viel Palaber heute. Soll wir so ein klassischer Hepi-Laber-Stream und labert so lange, bis bei allen Zuschauern die Ohren bluten. Ist, glaube ich, immer so dieses Reden, bis der andere aufgibt. Das kann ich, glaube ich, ganz gut. Vor allem, ich kann mich wirklich extrem lange auch einfach über nichts unterhalten. Irgendein Blödsinn und ein Gedankensprung nach dem anderen, dass man mir nicht mehr folgen kann und am Ende gar nicht mehr weiß, was ich von jemandem wollte, beziehungsweise was eigentlich der Ursprung der ursprüngliche Gedankengang dann am Ende war. Sonst ist einfach so, ja, du redest und redest und redest und am Ende hast du, ja, keine Ahnung, eine Stunde durchgelabert und hast keine Ahnung, was du eigentlich sagen wolltest. Ohne Punkt, ohne Komma, ohne Strich. Was? Ja, genau so. Auf dem Niveau ungefähr. Dass keiner mehr weiß, was eigentlich wie, wo, wann, wie, wo, was, etc. passiert. Das war sehr viel wie, wo, was verdoppelt und verdreifacht, gebe ich zu. Ja. Schubidubidu. Dubidubidu. Na komm. Na komm. Mietz, 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 mietz. Komm her, liebe Sternenbasis. Sag Hallo. Ich möchte ganz brav andocken. So. So, was? Geistig auf Stumm schalten, einfach neigen und grummeln. Na, ja, so auf die Mitte, so kann man es auch machen dann. Nicken. Achso, einfach nicken und grummeln. Genau. Hätte auch was. Wuhu! Wir brauchen noch 2 Märkte! Wupp, wupp! Diesen Markt noch und dann noch einen Markt. Und dann haben wir es geschafft. Dann haben wir den Ingenieur freigeschaltet. Dann muss ich nur noch eine Station finden, die Gold verkauft. Und dann muss ich mein anderes Schiff hier holen. Ich glaube, dann hole ich die. Dann hole ich den Type 9 Heavy her, weil der hat genügend Ladekapazität, dass wir 200 Tonnen Gold unterbringen. Kann ich gleich mal gucken. Inara. Inara. Oh. Oh. Inara. Oh. Oh. Commodities. Advanced Cataclysts. Nein, wir brauchen Gold. Das System müssen wir noch rausfinden dann. Das ist wahrscheinlich das nächste System, wo wir dann sind. Landing complete. Engines disengaged.
Ich muss bei dem Gelnet, habe ich glaube ich schon ein paar Mal gesagt, ich muss bei dem Gelnet immer an Babylon 5 denken. Weiß auch nicht warum. Haben wir einen Kauf. Kann ich hier. Oh, ich kann hier Gold kaufen. Gold, 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 Gold. Gold. Gold kaufen. Gold gut für Geschäft. Ja, gut, aber es bringt mir gerade nichts. Kann ich mir aber tatsächlich merken, falls es im nächsten System kein Gold gibt. So, Ikovit. Das ist das nächste System hier. Kann ich mir merken, wenn es da kein Gold gibt, dann fliegen wir zurück und kaufen dann woanders Gold. So. Da kommen schon die ganzen Snobs hier angeflogen, hier mit ihrem mega coolen Passagier-Shuttle. Gleich weg hier. Dass die gar nicht auf die Idee kommen, hier mein Schiff in irgendeiner Art und Weise zu massakrieren. Jetzt ist er richtig durch. Das stimmt. Aber das bin ich schon lange, also von daher, das ist jetzt keine neue Erkenntnis tatsächlich. Das ist einfach so der übliche Wahnsinn, der irgendwann mal hochsteigt und der einfach dann mal raus möchte. So, Warp 1 beschleunigen! Hyperdrive! Uah! Ich muss immer an Wall-E noch denken dann. An diesen, an diese Kurzfilme von Wall-E dann, die dabei waren. Also diese anderen Roboter. Captain, Captain! Wir haben keinen Markt in diesem System. Dann weiterspringen bis zum nächsten. So. Da gab es einen Dingens, das war dieser Roboter, dieser Wartungsroboter, der Sachen repariert hat immer. Der diese Antennen draußen repariert hat. Dann springt irgendwie das Schiff, wo diese Menschen da drauf sind. Mir fällt gerade der Name von dem Schiff nicht mehr ein. Er springt ja diesen Hyperdrive. Und springt zur Erde zurück. Dann siehst du diesen Roboter bloß so, wie er so einen riesen Mega-Flash einfach kriegt von diesen ganzen Lichtern. Muss ich mal ein Stück weit dran denken. Ist immer sehr lustig. Ist lustiger, wenn man es sieht, als wenn man es erzählt. Gebe ich zu. Hallo? So. Gut, dann gibt's da auch nichts. Ja. Der letzte Markt ist der schwierigste immer. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen ganzen Haufen Systeme besucht. Mein Logbuch sieht echt gut aus mittlerweile. Da ist echt einiges an Aktivität drin. Tatsächlich nur noch komplett. Jetzt fehlen nur noch eigentlich komplette Sensordaten. Immer noch keine Station. Ey, flip aus. Flip, flip, flip. So. Xi, Serpeniti, Stingdong, irgendwas. Frameshift Drive charging. Next. Aha, der Markt hat entweder nicht gezählt oder wird erst noch freigeschaltet. Jetzt keine Ahnung. Scheint offensichtlich auch mal zu dauern. Weil eigentlich müsste das jetzt der letzte Markt sein. Aber vielleicht brauche ich dann doch noch einen, weil der nicht gezählt hat. Aus irgendwelchen Gründen. Oder müsste ein Pulsar jetzt sein, oder? Schaut so aus.
Nein, ist ein weißer Riese. Wann er war, dann fliegen wir dahin. Also allein meine Flugroute, die ich heute habe, ist, glaube ich, umfangreicher als die Flugroute, die ich in den letzten, im letzten Jahr hatte. Das ist, da ist schon einiges zusammengekommen an Systemen, die ich besucht habe. Das muss man echt sagen. Da ist echt viel zusammengekommen. Ich muss übrigens eine Sache mal gucken. Das habe ich nämlich wo gelesen. Es gibt nämlich angeblich eine Warden Landing, da fliegen wir hin. Angeblich gibt es nämlich einen Neutronenstern-Highway. Also praktisch, dass du mit den Neutronensternen, haben wir ja schon mal gesehen, ich kann ja über 100 Lichtjahre dann springen, wenn ich praktisch an so einem Neutronenstern bin. Und es soll angeblich Neutronenstern-Highway geben, wo du wirklich die Neutronensterne wirklich eigentlich relativ nah am Zentrum des Landepunktes hast, dass du beispielsweise einfach hinspringst, Frameshift wieder auflädst und gleich weiterspringen kannst, ohne dass du viel Zeitverlust hast, wie das letzte Mal, wo ich, glaube ich, 5 Minuten zu so einem Neutronenstern geflogen bin. Und das richtige Geile ist dabei eigentlich, dass du dadurch dann unfassbar hohe Reichweiten unfassbar schnell zurücklegen kannst. Was dann bedeutet, man kann auch relativ fix irgendwo anders hinspringen. Also jetzt mal nicht nur von in der Nachbarschaft hin und her cruisen, sondern wirklich auch mal komplett auf die andere Seite der Galaxie. Dauert zwar immer noch ewig lange, aber angeblich soll es das geben. Ist nur schade, dass du auf der Sternenkarte, auf der Galaxiekarte, dass du die Neutronensterne nicht eingezeichnet hast. Du hast zwar Pulsare eingezeichnet, aber keine Neutronensterne. Das würdest du euch dann zu einfach machen, weil dann kannst du einfach sagen, klack, 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 klack und gut ist. Das wäre geil. Einfach mit den auf dem Neutronenstern-Highway durch die Galaxis. Ha, könnte man vielleicht auch Jeremy öfters mal besuchen, wenn er wieder am anderen Ende des Universums ist. Einfach schnell hinspringen. Tschün, tschün, tschün. Ah, jetzt hat er es aktualisiert. Okay, wir brauchen wirklich bloß noch eine Mark, dann haben wir es. So, das heißt, wir machen jetzt Folgendes. Ich mache hier noch diesen Markt fertig. Also sprich, wir landen da, dann verkaufe ich noch was. Und dann mal gucken, ob wir hier unser Gold kaufen können. Weil, wenn ja, würde ich mein Schiff rufen, das andere Schiff, das große Schiff, und würde dann einfach umsteigen, würde die 200 Tonnen Gold kaufen, einlagern und dann zum Ingenieur fliegen und ihm die 200 Gold geben. Sofern das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Das heißt, in der nächsten Aufnahme können wir das Gold abliefern, können dann das Schiff holen und dann können wir hoffentlich total entspannt alles upgraden, sofern wir dann die Materialien haben. Das weiß ich nämlich nicht. So, ups. Das wollte ich ja noch gucken, warte mal. Also, Li Chong.
Wo sind wir nicht gerade? Vannava. So, wir wollen nach Vannava. Ach komm. So, Vannava. Bei. Ist tatsächlich Carry Enterprise ist das nächstgelegene System, wo wir Sachen kaufen können. Hier könnten wir schon mal kein Gold kaufen. Sehr gut. Finde ich sehr schön. Da braucht 200 Einheiten Gold. Gut, ja. Das heißt, wir müssen zurück zu Carry Enterprise dann. Und müssen da Gold kaufen. So. Warden Landing. Alles auftanken. Das ist ein Auffüllen. Dieser Bug hier ist irgendwie komisch. Müsste ich, glaube ich, mal ausloggen, wieder einloggen. Dass der sich fixt. So. Verkauf. Einkauf. Aha. Okay, da gibt es nicht so viel. Wasserstoff, Treibstoff. Passt auf. Wasserstoff, Treibstoff. Verkaufen wir alles hier. Wir brauchen es nicht mehr. Dann verlassen. Verlassen. Und dann. Galaktische Karte. Die. So, besuchte Sterne. Aus. OBV 15076, das war das hier. So, dann springen wir da hin und wir haben hier Einladung von Lei Chung. So, uns bietet sich eine attraktive Chance auf Profit. Nun profitieren werde vor allem ich und Sie bekommen Zugang zu meinen Fertigkeiten. Ihrer Galaxiekarte wurde ein Marker meines Standorts hinzugefügt. Sie finden mich also problemlos. So, wir haben ihn freigeschaltet. Gott sei Dank. Oh, endlich haben wir ihn freigeschaltet. Also, zumindest den Standort. Jetzt müssen wir bloß noch Gold bringen. Das heißt, wir fliegen jetzt mal kurz zu diesem... zu der anderen Station zurück. Da düsen wir jetzt einfach mal schnell hin. Und dann rufe ich das andere Schiff. Also ich mache dann da auch den Cut jetzt dann, weil es dauert eh, bis das andere Schiff kommt, ewig. Also es wird ewig dauern wahrscheinlich, bis das da ist. Also ist neugierig, ich brauche eben ein bisschen rauskomme. Wo ist denn Favoriten? Wo ist denn... Wo ist denn die Otterperse hier, mein Favorit? Ich muss sie mal aufräumen, die Favoriten im Übrigen. Otterperse. Ja, ist ganz schön weit weg. Also muss ich ganz kurz sagen, es ist wirklich ganz schön weit weg, Otterperse. Das wird vermutlich... Also ich vermute jetzt einfach mal, dass es locker eine Stunde dauern wird, bis das Schiff da ist. Also Echtzeit eine Stunde. Was bedeutet, so lange warte ich nicht. Das heißt, dann mache ich einfach jetzt dann den Cut, wenn ich jetzt auf der Station gelandet bin. Ruft das Schiff herbei und dann im nächsten Stream von Elite kaufen wir dann das Gold, bringen das dem komischen Li-Tiong Ding-Dong irgendwas und dann können wir da auch entsprechend loslegen. Ich hoffe übrigens, dass der in Reichweite überhaupt ist. Das wäre sehr schön. So. Servus, Woogie, hello, schön, dass du da bist. Genau pünktlich zum Ende bist du da. Ich habe schon gehört, dass du streamst. Ich wollte dir eigentlich noch schreiben, lustigerweise. Ich habe es vergessen. Goldfisch und so, ich habe es vergessen, dir zu schreiben. Ja, sorry, waren 7 Stunden. Ja, das kenne ich. Nach 7 Stunden bin ich dann auch mal so... Wobei der längste Stream, den ich, glaube ich, mal gemacht habe, waren
Ich glaube, 16 Stunden war der längste Stream, den ich mal gemacht habe. War ganz cool, aber war anstrengend. Ich musste mal gucken, wie dieser komische Ingenieur überhaupt ist. Wehe, der ist jetzt irgendwo am Rande des Universums. Dann flipp ich aus. Weil ich lustigerweise nicht geguckt habe, wo der Ingenieur ist. Ich hoffe, ich komme dahin mit einem normalen Schiff. Ohne dass ich irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche interstellaren Abkommen mit irgendwas treffen muss, dass ich vielleicht irgendwo gegebenenfalls mal hinkommen könnte. Ich weiß nämlich bis heute nicht, wie ich an das Zentrum der Galaxie kommen soll oder bei den anderen Ingenieuren, die da am ganzen anderen Ende des Universums sind. Wo bist denn gerade? Colonia! Nein. Ich bin in der Nähe des Sol-Systems. Ich habe keine Ahnung, wie ich zu Colonia kommen soll. Weil nämlich mein Bordcomputer weigert sich nämlich da eine Route zu berechnen. Weil einfach sagt, die maximale Distanz zu dem Ziel, was ich berechnen kann, die ist jetzt vorbei. Das heißt, ich konnte dahin kein Ziel berechnen. Das geht nicht. Bitte such dir an das Ziel aus. Was so absurd ist. Also auf Deutsch, er sagt, die maximale Sprungdistanz ist überschritten. Was lustig ist. Die Ingis in Colonia, die werde ich nicht machen. War letztes Mal dort und hab die... Was? Und hab die Ingis vergessen. Ist mir wurscht. In der Bubble gibt's auch welche. Die was? Was sind denn Ingis? Was ist denn eine Ingis? Meinst du Ingenieur? Ist Ingenieure. Ah, okay. Ingis gleich Ingenieur. Dachte ich mir. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie... Also... Ich würde gerne mal Colonia und alles, würde ich wirklich gerne mal sehen. Ich würde gerne mal hinfliegen. Das Problem ist, ich... Erstens bin ich, glaube ich, stundenlang beschäftigt, da hinzuspringen. Und zum Zweiten weiß ich nicht mehr, wie ich da ordentlich hinspringen soll. Weil sich, wie gesagt, mein Computer weigert, das Ziel zu berechnen. So, Wugi muss jetzt weggucken, weil jetzt kommt der Landecomputer wieder. So. So, hier ist das Lustige. Hier bin ich gerade. In diesem schönen System bei Kuhn in der Nähe. Und hier Ding Dong und hast du nicht gesehen. Und ich hab da hinten irgendwo hier, habe ich einen Ingenieur freigeschaltet. Ich habe sogar richtig drauf gedrückt. Das Tolle ist, pass auf, jetzt will ich als... Hier, Route. Maximalentfernung überschritten. Sind ja auch nur 22.000 Lichtjahre. Ich frage mich nur, wie ich hier in einen Kurs brechen soll, wie das funktionieren soll. Also gibt es so irgendwelche Transportschiffe, die mich da dann hinbringen? Oder wie genau funktioniert das? Ich habe das noch nicht so ganz gecheckt. Weiter als 10.000 Lichtjahre kannst du nicht berechnen. Was für Versagercomputer. Augenmaß. Ah, super, dann komme ich irgendwo an. Ich mache immer 1000 Lichtjahre Schritte. Ja, aber selbst da musst du, also selbst wenn ich das hier mache, ne? Du musst ja irgendwie, Wie kannst du denn hier eine Route berechnen? Ich meine, hier sind gar keine Sterne. Ich kann hier nirgendwo einen Kurs setzen. Hier ist ja nichts. Also ich kann nicht ja sagen, ich will hier hinspringen jetzt zum Beispiel. Das verstehe ich nicht so ganz. Ich habe ja auch alle Filter ausgemacht. Kannst du deine Anmerkungen machen? Was meinst du mit Anmerkungen? Also das Problem ist, ich wüsste nicht mal, wo ich hier hinspringen soll, weil es gibt hier gefühlt nichts. Also ich habe hier keine Daten, irgendwas. Was? Geh mal auf einen Planeten. Hä? Was meinst du? Planet? Wo? Irgendwo hier jetzt oder? Irgendeinen. Gibt's hier Planeten? Habe ich hier was erforscht?
Habe ich. Und jetzt? Ich warte jetzt mal auf Woogie. Du kannst bei jedem Planeten ein Fähnchen dran machen. Und so kannst du eine Route basteln. Ja, ja, das schon. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz, ich habe hier das ganz, ganz große, weite Nichts. Dann siehst du auch, wie du fliegst. Ja, ja, aber trotzdem, ich habe ja hier keine Systeme irgendwo in der Nähe. Also, das sind ja offensichtlich die letzten... Das sind die letzten Punkte hier, die ich habe. Und dann kommt dir hier ganz weit nichts mehr. Also, weißt du, was ich meine? Ist ja nicht, also, hier hört ihr das System auf. Und dann kann ich ja nicht dahinter irgendwo was setzen. Das meine ich ja. Also, ich komme hier ja gar nicht, ich komme hier ja gar nicht raus. Aus diesem Bereich hier. Du hast ja auch Filter drin. Nee, habe ich nicht. Die Filter sind aus. Ah. Schau mal deine Filter an. Ja, aber Filter ist ja aus. Oder muss ich auf realistisch gehen? Machtspiele. Was? Zugehörigkeit. Filter auf Route anwenden. Aus. Handelsrouten alle. Alles anzeigen. So. Cooper, Servus. An. Zugehörigkeit an. Okay. So. Bevölkerung. Ja, aber... Und jetzt? Realistisch geht auch. Ja, aber kann ich jetzt hier irgendwo... Mal gucken, kann ich jetzt irgendwo... Ah, ich kann auf die einzelnen Sterne klicken dann. Ah. Okay, das macht schon eher Sinn dann. Das macht dann schon eher Sinn. Siehst du die Fahne? Ja, ja, jetzt schon, aber ich habe vorher die Systeme ja nicht gehabt, dass ich draufklicken konnte. Realistisch muss ich machen. Weil ich habe vorher die Sterne hier nicht gesehen, das heißt, ich wusste nicht, wo ich hier draufklicken kann. Das meinte ich damit. Aber gut, jetzt habe ich die Sterne. Gut, jetzt kannst du halt, klar, jetzt kannst du dann Fahnen setzen. Jetzt weiß ich, was du dann meinst. Bloß das musst du halt erstmal. Ich wusste nicht, dass ich hier die. Weil ich hier, wenn ich hier auf Karte mache. Jetzt zeigt es an. Willst du mich verarschen? Jetzt zeigt es an. Ist klar. Ahaha! So, jetzt 398 Lichtjahre. Okay. Ja gut, so kann man die Route berechnen. Ich werde trotzdem vermutlich ewig brauchen dahin. Natürlich mit Schweifboost geht es vermutlich ein bisschen schneller dann noch. Weil du einfach hoffentlich dann mit Pulsaren und Neutronensternen da relativ fix dann bist. So, Warenmarkt, Einkauf. Wir können hier Gold kaufen, das ist sehr schön. Das heißt, wir machen folgendes. Werft. Werft. So, nein, Transfer. Ich will, nein, die Columbia nicht, die Titan auch nicht, die Endeavor auch nicht die Discovery. Wir nehmen die Galaxy. Oh, dauert 27 Minuten. So, Transferoptionen. Dieses Schiff hierher transferieren. Jawohl. So, dann schicken wir mal die Galaxy hierher. Da habe ich genügend Kapazitäten dann, dass wir das Zeug unterbringen. So, dann der Ingenieur. Wo ist der eigentlich? Auf Galaxiekarte anzeigen. Wir sind 23 Lichtjahre entfernt. Das ist ein Katzensprung von hier. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich brauche dann mit der Galaxy brauche ich zwei Sprünge dahin, glaube ich.
Das sollte relativ easy gehen. Also ich hole das Schiff jetzt her, das machen wir im nächsten Stream dann, in der nächsten Aufnahme. Dann heißt, wir springen dann von hier, aber vermutlich brauche ich zwei Sprünge mit den 200 Tonnen dann. Fliegen wir dahin, laden das ganze Zeug ab und dann fliegen wir wieder hier zurück und holen uns ein anderes Schiff und fliegen hin. Und dann gucken wir, ob wir Schilde upgraden können. Weiß ich tatsächlich nämlich nicht. Ich kann höchstens mal eine Sache machen. Engineers. Ich kann mal gucken, eben auf EDSM. Wir können herstellen. Core Internal, Operational, bla bla bla. Utility Mount, Schild Booster, Optional, Schild Generator. Okay, wir können tatsächlich. Enhanced, Low Power, Reinforced. Ich weiß lustigerweise nicht, welches Upgrade ich fahren soll. Ich bin mir unsicher. Aber wir können den Schild Generator, entweder Reinforced machen oder Enhanced, Low Power. Ich würde fast sagen, Reinforced verstärkt, dass wir mehr Kapazität auf den Schild draufpacken an sich. Und dann bei den Schildboostern machen wir jeweils kinetisch, Blast und thermalresistent. Und da können wir einiges an Versuchen machen tatsächlich. Mal gucken, wie sich's ausgeht, aber G3 sollten wir hinkriegen bei ihm, dass wir die Schildbooster ein bisschen upgraden. Mal gucken, wird sich ein bisschen ausgehen dann. Also kriegen wir schon was hin. So, was bist du später an, Cooper? Der will gleich Schluss machen. Der Cooper ist tatsächlich seit Anfang an dabei. Der spielt nur nebenbei Diablo 3. Und farmt noch ein paar Great Rifts und so. Von daher, ja. So, dann würde ich aber sagen, ich mache an der Stelle jetzt einen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession wieder. Das heißt, dann schippen wir mal ein bisschen 200 Tonnen Gold durch die Gegend. Und dann, ja, kriegen wir auf jeden Fall, denke ich mal, unsere Schilde so weit hin, dass wir auch in großen Kampfgebieten durchaus länger durchhalten. Wäre sehr schön. Und an der Stelle sage ich dann für YouTube, lieben Dank fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Und im Stream geht's gleich nochmal weiter. Und wer mal zugucken will im Stream, twitch.tv/LordHappyPut. Ist auch in der Videobeschreibung unten verlinkt. Also wer mal Lust hat, kann da gerne vorbeischauen. Und jetzt danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, hallo. Da bin ich wieder. So. Zurück zum Desktop. Bist du sicher? Ja, ich bin sicher, dass ich mir nicht sicher bin. So, geht das? Ja, es geht. Geil. So. Ha, ja, das war dann Elite Dangerous. So, just chatting. Setze ich mal gleich. Ach ja, sehr gut. Hat super funktioniert jetzt. Wir haben endlich diesen Ingenieur freigeschaltet. Da habe ich die ganze Zeit mit gehadert eigentlich, weil ich wollte ihn schon seit Ewigkeiten machen, aber ich hatte immer keinen Bock, das mit den Schwarzmärkten zu machen und das dann mit diesen anderen Märkten. Pff, jetzt haben wir es einmal durchgezogen. Ist tatsächlich was, muss ich sagen, ja. Es gibt spannendere Missionen und spannendere Dinge, die man machen kann, als zu 50 Märkten zu fliegen und da Sachen zu verkaufen. Da gibt es was deutlich Besseres. Aber, ja. Zum einen gehört es dazu, zum anderen ist schon sehr repetitiv, aber im Stream geht es ja einigermaßen. Da kann man zumindest mal ganz grob quatschen und ein bisschen diskutieren. Ach ja. Sehr schön. Dann würde ich sagen, ich mache aber heute auch mit dem Stream dann den Cut, weil ich muss auch morgen früh raus. Jetzt ist gleich 11 Uhr, wir haben es eigentlich ganz gut erwischt. Und dann ist der nächste Stream am Mittwoch. Morgen nicht, weil morgen komme ich erst irgendwann so gegen 10 Uhr oder so heim. Das heißt, der nächste Stream wäre am Mittwoch und da dann tatsächlich hoffentlich ein bisschen früher.
Elite ist was für ältere Generationen, für die Jungen ist das nix. Ja, weiß ich nicht. Es ist halt so ein bisschen, es ist so ein bisschen geduldiger, sag ich mal. Aber trotzdem, ja, auf jeden Fall ein sehr schönes Spiel. Sonst hätte ich nicht so viel Zeit daran investiert, wobei ich immer noch gegen euch alle harmlos bin. Gute Nacht und schlaf gut. Ja, Yannick, schlaf gut, auch die gute Nacht und alle anderen auch. Schlaft alle gut. Ich hoffe, ihr habt einen guten Start in die Woche. Und genau das Geduldige mögen die jungen Leute nicht. Ist leider so. Naja, also ich mag schon auch, wenn es so ein bisschen mehr Tempo hat, aber auch nicht so wie, keine Ahnung, auch nicht so wie Fortnite. Fortnite ist zum Beispiel, du zählst nicht. Danke. Fortnite ist sowas zum Beispiel, das ist mir zu stressig. Vor allem dieses Schießen, Bauen und hier Ding und tralala, nee. Wenn ich bauen will, spiele ich Minecraft und wenn ich Battle Royale will, dann spiele ich Apex Legends. Aber dieses Bauen und dann hier und da Turm und Wand und... Nee, danke, ist nicht meins. Ich habe Fortnite ein paar Mal probiert, ist so... Das können die jungen Leute spielen. Das können die ganzen Kinder spielen. Das ist ja auch die Zielgruppe tatsächlich. Da spiele ich lieber Apex, habe ich mehr Spaß. Hö, ich bin auch noch jung. Jung als dieser Glatzkopf da vom Mikro. Mars. Fortnite mag ich nicht. Nett. Ja, du bist auch nicht mehr jung, Heb. Woogie hat schon noch recht, auch wenn du Elite magst. Ja, aber jetzt, du bist jetzt auch nicht so jung. Und du magst Elite auch, also von daher zählt das auch nicht. Also was heißt, oder so alt? Du bist auch noch relativ jung. Weiß ich nicht. Ich fand irgendwie, was mich an Fortnite irgendwie stört, ist dieser Mischmasch aus diesem Bauen und Battle Royale. Ich bin im Battle Royale eh schlecht. Und dann kommt noch das Bauen mit hinzu. Ich will nicht sagen, ich bin damit überfordert. Es ist aber einfach so, ich weiß nicht, was ich immer bauen soll. Dann bauen die immer so Türme und Panzer und also so Wände und klack, 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 klack. Warum? Das ist für mich so komplett an den Haaren beigezogen. Warum soll ich da jetzt eine Mauer hinbauen? Ist ja klar, dass die nicht auf mich schießen, aber das ist irgendwie so... Nee, warum? Also warum muss ich sowas mischen? Weiß ich nicht. Ich mag Minecraft. Minecraft ist schön. Da kannst du einfach Sachen bauen, du kannst dir Sachen gestalten, wie du willst und so weiter. Und du kannst ganze Landschaften terraformen. Vollkommen wurscht. Aber es ist halt bauen. Und weiß ich nicht, Battle Royale irgendwie da noch mit reinpacken, dann... Pff. Weiß ich nicht. Spiele ich lieber Apex Legends, da habe ich mehr Overwatch-Feeling. Also ich bin auch so ein Overwatch-Fanboy. Ich liebe Overwatch. Das hat irgendwie was. Das hat mich von der ersten Sekunde an, fand ich das Spiel geil. Und ich glaube, drum habe ich schon mal gesagt, ich glaube, drum mag ich auch Apex Legends so sehr, weil es ein bisschen ultimativen Fähigkeiten so ein bisschen in die Overwatch-Richtung geht. Hä, du hast doch fast nie Minecraft gespielt. Der Witz war gut. Ich habe sehr lange, sehr oft Minecraft gespielt. Ich habe es nie im Stream oder so gespielt, aber ich habe privat habe ich viel gezockt. Also ich glaube, privat habe ich da unfassbar viel. Ich hatte auch einen eigenen Server hier alles dann, wo ich Stunden über Tage, Wochen und Monate mit Kumpels dann so eine Welt aufgebaut habe und alles. Also da ist schon einiges an Zeit reingeflossen. Also ich habe schon viel Minecraft gespielt. Ich fand das auch mal ganz entspannend. Weil es war einfach so, du hockst dich halt hin, dann baust ein bisschen was, dann gärtnerst wieder ein bisschen. Das war schon angenehm. Es hatte auf jeden Fall was. Echt? Muss noch vor meiner Zeit sein. Ich habe das im Stream, habe ich das dann glaube ich nicht mehr, wo ich das Streamen und so angefangen habe und das und YouTube. Da habe ich das, glaube ich, nicht mehr so gemacht. Ich habe ein paar Folgen aufgenommen für YouTube damals noch und für Twitch. Habe ich es auch mal gezockt. Aber nicht mehr so extrem, nicht mehr so oft, weil dann kamen halt andere Spiele. Irgendwann habe ich Heroes of the Storm wieder angefangen. Dann kam ja Overwatch kam dann. Und zig andere Spiele. Und dann hast du einfach keine Zeit mehr. Nur kurz mal. Also auf YouTube habe ich mal... Weiß nicht, wie viele, das waren nicht viele Folgen. Habe ich ein bisschen was gemacht. Twitch habe ich es kurz mal gestreamt.
Aber davor halt, also bevor ich halt mit YouTube und Twitch angefangen habe, habe ich das echt oft gespielt. Also habe ich wirklich echt viel Zeit reingesteckt. War auch schön, aber ich war nie wirklich gut darin, weil ich habe immer das Problem, ich stelle mir etwas vor und in meinem Kopf sieht das alles so mega geil aus und dann setze ich es um. Und dann sieht es tatsächlich aus, als hätte es ein Fünfjähriger hingebaut. Was eine Beleidigung dem Fünfjährigen gegenüber ist, weil der könnte es besser als ich. Naja, ich kann nicht jeder so ein Künstler wie du oder Cooper sein. Aber ja, das war eigentlich so der Punkt. Ich habe das eigentlich echt gern gemacht. Auch so diese ganzen Rezepte da, nur diese ganzen Maschinen bauen und so weiter. Automatisiertes Farming, das war geil. Und ich wollte tatsächlich, ich wollte mal im Stream, wollte ich Minecraft mal wieder zocken, weil ich wissen wollte, wie gut meine 2080 Ti mit Minecraft performt. Also rein Rendering-mäßig, Grafikmäßig. Lustigerweise komme ich in Minecraft momentan, wenn ich ein neues Spiel starte, vielleicht so auf 1 bis 2 FPS. Also es ist nicht wirklich performant. Also man kann es, es ist unspielbar. Ich weiß aber nicht so ganz warum. Keine Ahnung. Ich kann Minecraft nicht zocken, weil funktioniert nicht mehr. Keine Ahnung, krieg 1 bis 2 FPS mit viel Glück. Und ja, so spielt sich's dann auch, weil es einfach ein riesen Mega-Input-Lag und Rendering auch unfassbar langsam, also wirklich unfassbar langsam. Du hast eine riesige Welt und die baut sich dann wirklich wie so eine Zwiebel, ebenenmäßig baut sich dann alles auf. Das ist, ja, macht nicht wirklich Spaß. Mal gucken, wenn ich's gefixt krieg. Ich würde es einfach gerne mal probieren. Mit meinem anderen Rechner 100 FPS plus. Ja, aber ich habe jetzt zig 100 Mods sind da installiert und dann der Ultra HD, White, Ding Dong, whatever, Schakalaka, Dude, Shader und so. Und ich will den Raytracing Shader ausprobieren. Das war nicht das, ich wollte mal gucken, ob es überhaupt geht, weil ich will den Raytracing jetzt machen. So, kennst ja, was ich so baue. Ja, das ist, ja. Du bist ja doch eher kreativer als ich, glaube ich. Naja, gut. Ich will echt mal diesen Raytracing-Shader ausprobieren. Ich glaube, der ist lustig. Minecraft mit Raytracing, das ist so... Man glaubt, man hat alles gesehen und dann kommt sowas. Denkst du so... Ja, das ist geil. Problem ist nur... Ich habe den Shader noch nicht, weil ich wollte eigentlich erstmal gucken, ob das Spiel überhaupt noch funktioniert. Und ich werde jetzt halt nicht hier... ich weiß gar nicht, ob der schon draußen ist, aber du kannst ja bei diesem Patreon-Dingens, kannst du ja dich irgendwie melden, beziehungsweise mit die Entwicklung ja finanzieren. Und dann kriegst du die Preview-Builds praktisch. Ich würde es mir echt gerne mal anschauen. Ich glaube, das macht schon echt Laune, wenn du halt dann so, keine Ahnung, machst einen Block weg, dann kommt halt realistisch der Lichteffekt einfach runter. Hätte, glaube ich, was. Das Beste ist, ich baue alles nach Gefühl. Ich kann es selber nicht einschätzen, ob es gut ausschaut oder nicht. Ja, ich habe mir gesagt, ich habe immer so Gebäude beispielsweise im Kopf, wie so ein Haus ausschauen müsste. Und es sieht alles immer gleich aus. Klobig und hast du nicht gesehen, weil ich will immer viele... Das Problem ist bei meinen Häusern, ich will immer viel Innenleben haben. Also ich will immer viel Platz innen drin haben, dass ich alles unterbekomme. Und dadurch werden aber meine Dächer so bescheuert groß. Und dadurch stimmt irgendwie diese ganze Proportion dieses Hauses dann nicht mehr. Also es ist... ein bisschen schwer zu beschreiben. Ich müsste, glaube ich, viel mehr kleinere Häuser, kleinere Bereiche machen irgendwie. Keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Aber ich glaube einfach, ich versuche immer viel zu groß zu bauen, dann auch diese Häuser. Also, ich glaube, ich müsste das viel kleiner machen, kleinere Räume und mehr unterirdisch dann auch dann machen mit Anbindung und so weiter. Dass man eine Ruhe hat. Sieht dann wohl aus wie eine riesige Lagerhalle. Ja, ungefähr auf so ungefähr auf dem Niveau, wobei innenarchitektonisch geht's schon einigermaßen. Bloß von außen, wenn du halt drauf schaust, dann sieht's halt aus wie gewollt und nicht gekonnt. Was eigentlich auch, ja, was dem Ganzen auch entspricht dann tatsächlich. Ist echt schwierig zu beschreiben ein bisschen.
Na ja, gut. Vielleicht machen wir irgendwann mal Minecraft wieder weiter. Wenn ich es zum Laufen kriege, machen wir mal weiter und dann machen wir mal den Raytracing-Shader. Ich bin sehr gespannt. Mich würde echt interessieren, ob das funktioniert. Ob wir das hinkriegen. Mal gucken. Vielleicht muss ich einfach nur ein paar Einstellungen tweaken dann noch. Schau mal. Auf jeden Fall mache ich jetzt erstmal den Cut für heute. Habt eine schöne Woche. Wir sehen uns am Mittwoch wieder zum nächsten Stream. Da spielen wir Elite Force weiter. Und vielleicht was anderes. Mal gucken, je nachdem, wie viel Zeit dann ist. Und ja, euch allen eine gute Nacht. Ja, wünsche ich euch auch. Schlaft alle gut. Aber nur, wenn ich mitspielen darf. Aber sicher doch. Vielleicht hast du bis dahin ja deinen Rechner wieder. So, jetzt aber. Schlaf gut. Habt eine schöne Woche. Wir sehen uns am Mittwoch wieder. In alter Frische. Und dann, wie gesagt, schauen wir, dass wir früher anfangen, dass wir auch vor dem Feiertag etwas Gebrauch machen. Wäre schön. Und jetzt, schlaf gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss und danke fürs Zuschauen. Es freut mich wieder sehr, für euch gestreamt zu haben. Bye bye, tschüss, gute Nacht. Ja, das war ein Epic Fail. Bis dann, tschüss.